Wir bauen spirituelle Umgebung. Guten Morgen. Wir lesen die Werke von Baal Sulam, die Seite 520 im hebräischen Buch, Artikel von Shamati, Artikel Nummer 3. Das Wesen der spirituellen Erkenntnis. Das Studiomaterial ist im System Arvut oben im Button verfügbar. Fragen können auch unter kap.tv gestellt werden. Ausgewählte Fragen werden im Unterricht beantwortet. Wir müssen uns bemühen, jeden Tag uns zu prüfen, inwieweit wir leer sind, inwieweit wir leer morgens aufstehen, in verschiedenen Zuständen. Aber das Allerwichtigste ist, inwieweit ich fühle die Änderungen bezüglich dessen, dass ich zum Unterricht komme und fühle, dass ich mich einschließe mit allen Freunden, mit dem ganzen Weltkli. Und durch die fange ich an zu fühlen, eine andere Realität, eine höhere, erhabene Realität. In mich ändert sich die Wahrnehmung, das Gefühl, das Herz. Und das Allerwichtigste ist das Herz. Dieses füllt sich mit einer anderen Füllung. Und dann, wenn ich so eine Vorbereitung durchführe vorm Unterricht, dann fühle ich, dass ich in den Unterricht eintrete mit der ganzen Weltgruppe. Und wirklich, der Unterricht, der wird dann richtig aufgenommen von meiner Seite durch die ganze große Gruppe, inwieweit die sich hebt. Und ein jedes Mal formt sie sich mit Hilfe des Schöpfers. So schließe ich mich ein in sie und ich fühle mich, dass ich mich inmitten von denen, mit denen zusammen mich befinde, dass ich sie unterstützen kann und mit denen mitmachen kann. Und in dem ist die wichtigste Vorbereitung zum Unterricht. Und lesen wir den Artikel bezüglich der spirituellen Erkenntnis. Das ist kein einfacher Artikel. Sehr wissenschaftlich, sehr philosophisch, technisch, aber mit dem auch zusammen emotional. Wenn du dich aber im Inneren dieses Artikels, im Inneren der technischen Klärungen befindest, dann werden wir sehen, dass wir den Artikel verstehen werden. Dieser Artikel ist wie alle Artikel von Shamati, aber insbesondere dieses Artikel führt uns auf den Stufen der Leiter zur Verschmelzung. Gelat. Artikel Nummer 3, Shamati, das Wesen der spirituellen Erkenntnis. Wir unterscheiden eine Vielzahl von Stufen und Kategorien in den Welten. Man muss wissen, dass immer, wenn die Rede von Stufen und Unterscheidungen ist, es sich um die Standpunkte des Erfassens durch die Seelen in den Welten handelt. Und dies ist in Übereinstimmung mit der Regel, dass, was wir nicht erfassen, können wir nicht beim Namen nennen. Somit verweist das Wort Name auf das Erfassen, ähnlich dem, wie der Mensch eine Sache erst dann den Namen gibt, wenn er davon etwas gemäß seinem Erfassen begriffen hat. Infolgedessen teilt sich die gesamte Realität vom Standpunkt des spirituellen Erfassens aus drei Unterscheidungen. Erstens Atzmuto, sein Wesen. Zweitens
Ein Sof, Unendlichkeit. Drittens, die Seelen. Das erste, über Atzmuto sprechen wir überhaupt nicht, da die Wurzel und der Ort der Schöpfung mit dem Schöpfungsgedanken beginnen, indem sie in der Bedeutung von, Zitat, das Ende der Handlung liegt im Ursprungsgedanken, Zitat Ende, eingeschlossen sind. Zweitens, Ein Sof stellt den Schöpfungsgedanken dar in der Bedeutung seines Wunsches, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Dies wird als Ein Sof, Unendlichkeit, bezeichnet. Und genau dies ist die Verbindung zwischen Atzmuto und den Seelen. Wir verstehen diese Verbindung für uns in dem Geheimnis des Wunsches, den Geschöpfen Freude und Genuss zu schenken. Ein Sof ist der Anfang des gesamten Prozesses und heißt Licht ohne Klee. Aber darin liegt die Wurzel der Geschöpfe, also die Verbindung zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen, genannt sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Dieser Wunsch beginnt in der Welt Ein Sof und setzt sich fort bis zur Welt Asiya. Drittens, die Seelen sind die Empfänger des Guten, welches in seinem Wunsch Gutes zu tun enthalten ist. Ein Sof wird so genannt, weil dies jene Verbindung darstellt, zwischen Atzmuto und den Seelen existiert und von uns als sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, verstanden wird. Und alles, was über diesen Wunsch hinausgeht, besprechen wir nicht. Ein Sof ist der Anfang des gesamten Prozesses, welches Licht ohne Klee genannt wird. Dort fängt die Wurzel der Geschöpfe an, das heißt die Verbindung zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen, die wir sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, nennen. Dieser Wunsch beginnt in der Welt Ein Sof und setzt sich fort bis zu der Welt Asiya. Alle Welten an sich werden als Licht ohne Kli definiert, worüber nicht gesprochen werden kann. Sie werden als Atzmuto definiert und man kann dort nichts erfassen. Staune aber nicht, dass wir dort eine Vielzahl an Unterscheidungen treffen. Diese Unterscheidungen existieren dort potenziell. Und wenn dann die Seelen kommen, werden diese Unterscheidungen von ihnen enthüllt. Sie bekommen die höheren Lichter, je nachdem, was sie korrigiert und geordnet haben. Somit haben die Seelen die Möglichkeit, diese zu empfangen, je nach ihrer eigenen Fähigkeit und Eignung. Und dann werden diese Unterscheidungen tatsächlich enthüllt. Aber in der Zeit, in welcher die Seelen das höhere Licht noch nicht erfassen, werden sie noch als Atzmuto angesehen. Hinsichtlich der Seelen, die von den Welten empfangen, werden die Welten als Ein Sof bezeichnet. Denn die Verbindung, die zwischen den Welten und den Seelen besteht, also das, was die Welten den Seelen geben, stammt vom Schöpfungsgedanken, der die Wechselbeziehung zwischen Atzmuto und den Seelen darstellt. Wie bereits erwähnt wurde, nennen wir diese Verbindung Ein Sof, Unendlichkeit. Wenn wir beten und den Schöpfer bitten, uns zu helfen und uns das Gewünschte zu geben, so beziehen wir uns auf Ein Sof. Dort ist die Wurzel der Geschöpfe,
die ihnen Freude und Genuss schenken will, genannt sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Das Gebet richtet sich an den Schöpfer, der uns geschaffen hat. Sein Name ist sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Er wird Ein Sof genannt, weil die Rede von dem Zustand vor der Einschränkung Zimtzum ist. Sogar nach der Einschränkung fand in ihm keinerlei Veränderung statt, so wie sich im Licht nichts verändert. Und er behält diesen Namen für immer. Die ganze Vielzahl der Namen ergibt sich nur in Bezug auf die Empfänger. Deswegen ist der erste Name, der als die Wurzel der Geschöpfe enthüllt wird, Ein Sof. Und dieser Name bleibt unverändert. Alle Einschränkungen und die gesamte Vielfalt der Veränderungen erfolgen nur in Bezug auf die Empfänger. Er dagegen leuchtet immer und endlos mit seinem ersten Namen, welcher sein Wunsch, seinen Geschöpfen Gutes zu tun ist. Deswegen beten wir zu dem Schöpfer, der Ein Sof genannt wird, der ohne Einschränkung und ohne Ende leuchtet. Das Ende, welches anschließend gemacht wurde, ist die Korrektur für die Empfänger, damit sie sein Licht empfangen können. Bis jetzt halten wir hier an, weil es ist nicht möglich, den ganzen Artikel zu lesen. Es lohnt sich, in ein paar Teile diese sind aufzuteilen, damit wir besser verstehen, was wir lesen. Gibt es Fragen? Salt Lake City. Yes, thank you. What is the difference between Emanator? Ja, vielen Dank. Welcher Unterschied gibt es zwischen Ma'atzil, dem Schöpfer, Makor, die Quelle, und Ein Sof, die Unendlichkeit? Wir müssen nachdenken über alle Definitionen, die wir hier nennen, dann kannst du das unterscheiden. Diese Klärungen überlasse ich dir mal. Ita 4. Rabbi, perché il motivo per cui preghiamo il creatore è chiamato Ein Sof? Warum? Das, wozu wir beten, nennt sich Ein Sof, Unendlichkeit? Alles in Bezug zur Klärung, die die Kabbalisten geben. Dass wir ihn nicht erlangen können, sondern in der Art und Weise, dass er alles einschließt, dann nennen wir ihn Ein Sof. Die Unendlichkeit, keine Grenzen, es gibt kein Sof. Unser Kli erlangt ihn niemals vollkommen. Und in Bezug zur Wahrnehmung des Kli, nennen wir so diese Quelle Ein Sof, die Unendlichkeit. Aber bei all den anderen verschiedenen Stufen, also die Lichter, die von ihm ausgeht, die wir von ihm bekommen, dort können wir diese annehmen und denen Namen geben in Bezug dessen, was wir empfangen. Und das ist schon Sof, die Begrenzung. Neshama ist das Kli, welches die Teile der Füllung von Ein Sof bekommen von der Unendlichkeit. Die Unendlichkeit erlangen wir nicht und wir wissen, dass wir diese nicht erlangen und deswegen geben wir ihr den Namen Ein Sof. Es gibt kein Sof, also keine Grenzen. Aber das, was wir von ihm empfangen im Kli, in der Seele, in Bezug zum Kli erlangen wir was. Die Erlangung haben wir nicht im Licht, sondern nur in Bezug dessen, wie das Kli das Licht empfängt. Spanien 2. Buenos días, querido Rab. Rab, de acuerdo a las enseñanzas de lo que es el primer nivel. Guten Morgen, lieber Rab. ¿Qué tipo de pensamientos deberíamos anhelar tener como decena para realmente ser efectivos? Bezüglich der Sorge, Atzmoto.
Auf welchen Gedanken müssen wir uns fokussieren, damit sie effektiv und nützlich wären? Genau das, was er hier sagt. Es gibt Zustände, die wir nicht erlangen, und dort gibt es nichts zu sagen. Und es gibt solche Stufen in der höheren Kraft, die wir erlangen. Wir erlangen dort, was nicht erlangbar ist. Und das heißt Ein Sof, die Unendlichkeit. Das heißt, wir erlangen, dass es etwas gibt, aber wir können das nicht einschließen, nicht bekommen in unserem Kli, sondern das, was wir bekommen von Ein Sof, von der Unendlichkeit, das sind schon persönliche, einzelne Teile in unserer Seele. Und deswegen können wir diesen Füllungen Namen geben, bezüglich dessen, was wir empfangen. Aber die Namen geben wir auch in Bezug zu unseren Kelim, weil wir haben nicht die Erlangung des Lichtes selber. Es gibt die Erlangung nur des Klis. Und in Bezug zu den Kelim nennen wir dann die Namen der Lichter. Und das Licht selber wird nie erlangt. Wir sagen, dass wir diese Lichter bekommen, aber das ist nicht dasselbe. Aber wir bekommen das von oben, aber wir nennen das in Bezug zur Wahrnehmung von unten. Polen, Ungarn. Vielen Dank, Graf. Kann man sagen, der Schöpfer ist der Wille und wir fühlen ihn in unserem Willen, damit der ähnlich wird? Das ist richtig. Der Schöpfer ist das Verlangen, um zu geben. Und das ist das, was die Kabbalisten sagen, die ihn erlangen. Und wir in Bezug zu unseren Korrekturen unseres Verlangens zu empfangen, dass das übereinstimmt dem Verlangen, um zu geben. So können wir den Schöpfer erlangen. Und deswegen sagen wir, in Bezug zum Schöpfer geben wir ihm den Namen Bore, komme und sehe. Wir müssen dazu kommen, Bo, und dann erlangen wir das, was wir sehen, Re. Ansonsten, was anderes wird es nicht geben. Wir offenbaren nie Atzmoto und geben ihm den Wesen, sondern nur das, was in unsere Kelim kommen. Inwieweit unsere Kelim ähnlich zur Form zum seinem Geben sind. Es muss eine Übereinstimmung geben zwischen dem Gebenden und dem Empfangenden, zwischen dem Schöpfer und dem Menschen. Kapitel 3. The text, what is referred to as a soul, are there the point and the heart? So darauf. Was meint man im Text, wenn man sagt, dass die Seelen sind die Punkte im Herzen? Was meint man da? Die Schöpfung ist der Wille zu empfangen. Und der Wille zu empfangen, der befindet sich in verschiedenen Zuständen und Stufen. Es gibt die Stufe bewegungslos, pflanzlich, tierisch, menschlich und sprechend. Menschlich sprechend. Das ist die Stufe Adam, die unterscheidet sich von den Stufen bewegungslos, pflanzlich, tierisch, weil das ist eine menschliche Stufe, die befindet sich im Willen, um zu empfangen, die sich geformt hat in der Absicht, um zu geben. Und dann, damit befindet sie sich ähnlich dem Höheren, dem Gebenden. Das heißt, befindet sich in der Übereinstimmung der Form mit dem Höheren, mit dem Schöpfer. In Bezug dessen heißt Adam ähnlich, Dome, dem Schöpfer. Deswegen die Stufe bewegungslos, pflanzlich, tierisch und menschlich. Die menschliche Stufe befindet sich im Empfangen, im Willen, um zu empfangen. Wenn der Wille, um zu empfangen, sich offenbart, dann offenbart sich der höhere Verlangen aus einem niederen Verlangen, wird von dort geboren.
also bei den vorherigen Stufe, und dann die Bewegungslose wächst zur pflanzlichen und pflanzlichen zur tierischen. Und hier gibt es auch 4 Stufen der Entwicklung. Und so kommen wir bis zur Stufe des Menschen. So entwickeln wir uns. Der Mensch, der heißt so, wenn er anfängt, ähnlich dem Schöpfer zu sein. Das heißt, dass er sich befindet in einer Form des Gebens. Und deswegen der Name Adam, ähnlich dem Schöpfer, zeigt darauf hin, dass er gibt nicht wirklich in Bezug zu seiner Natur, aber aus seiner Natur hat er diese korrigiert, insofern, dass dadurch er ähnlich wird dem Höheren, dem Gebenden, dem Schöpfer, und deswegen heißt er Adam, der Mensch. Und das ist die letzte Stufe der Entwicklung. All diese Stufen natürlich offenbaren sich im Inneren des Willens zu empfangen, welche der Schöpfer geschaffen hat, im Verlangen zu empfangen. Wir immer offenbaren das Verlangen, welches wächst, mehr und mehr. Und wie soll ich das sagen? Und auf der Stufe des Tierischen, des Tieres, nach der bewegungslosen, pflanzlich-tierischen, wenn die menschliche Stufe anfängt, diese bezieht sich nicht zu den Stufen pflanzlich, Entschuldigung, unbewegungslos, pflanzlich-tierisch, sondern die charakterisiert sich in dem, dass sie ein Teil des Schöpfers von oben hat. So wird es gesagt, es gibt ein gewisses Verlangen, welches zu dem gemeinsamen Verlangen des Gebens sich bezieht. Ein Teil des Schöpfers. Und deswegen heißt es, ein Teil des Schöpfers von oben. Im Schöpfer gibt es das Verlangen, um zu geben. Und dann gibt es das Verlangen bewegungslos, pflanzlich, tierisch. Und im tierischen Verlangen fängt schon an die Entwicklung des Verlangens des Menschen. Das Verlangen von Adam, Dome, ähnlich dem Schöpfer, das ist ein Teil des Schöpfers von oben, so heißt es. Und der das fühlt, diesen Teil, dass dieses sich in ihm erweckt, der muss in ihm erweckt werden, in einem jeden Menschen erweckt werden, nicht in dieser Reinkarnation, dann in der nächsten, aber das muss sich erwecken. Indem dieses erweckt ist, führt den Menschen zum Kontakt zum Schöpfer, und deswegen resultiert daraus, dass solche Menschen, die streben zur Erlangung des Schöpfers, zur Wissenschaft der Kabbalah. Es gibt solche von denen, die sich noch nicht in der Wahrnehmung der Notwendigkeit zum Schöpfer befinden, ihn zu verstehen, ihn zu fühlen, ihn zu erlangen. Für dieses genug irgendwelche Übungen in verschiedenen anderen Ausrichtungen oder Geschichten oder Religionen, als ob dort über die höhere Macht erzählt wird. Wir kennen das. Ein Teil des Schöpfers von oben ist das Allerwichtigste. Und in Bezug dessen sehen wir, dass alle Menschen, wir teilen die auf in die diesen Funken vom Schöpfer haben. Die werden hingezogen zur Quelle des Schöpfers. Die kommen hierher und die fangen dann an zu verstehen, dass die haben hier eine Möglichkeit zu füllen, diese Notwendigkeit zur Verbindung zum Schöpfer. Und es gibt solche, die enthüllen, dass das nicht so sehr für die ist. Die müssen sich befinden in verschiedenen anderen Zuständen, die geringer sind als dieser, als ob sie eine physische Verbindung mit der höheren Kraft aufbauen können. Und dann
machen die verschiedene andere Ausrichtungen. Wie Rabash das gesagt hat, alles hängt ab vom Funken des Schöpfers in den Geschöpfen. Natürlich ist das in jedem vorhanden, aber erweckt wird das in Bezug. Ich würde sagen, eine gewisse Reihenfolge ist Vergangenheit wie ein gemeinsames, zerbrochenes Verlangen, das sich entwickelt mit dem Licht und dann korrigiert es sich mit dem Licht, welches auf ihn wirkt. Und so schreitet man dann voran. Frankreich. Bonjour, Rav. Question des amis de Africa 1. Peut-on dire que le Rav est l'intermédiaire entre la... Guten Morgen, Rav. Die Frage vom Afrika 1-10er. Kann man sagen, dass Rav ist ein Mittelglied zwischen dem Endsof und dem 10er? Nein, ich würde das nicht so sagen, obwohl... Es ist was Wahres darin, aber ich empfehle nicht darauf, das so zu sehen. Ich will nicht, dass ihr aus mir so einen Heiligen macht. Ich bin einfach ein Lehrer auf dem Weg. Wie zum Beispiel, ihr fährt, macht eine Exkursion, eine Gruppe, und die Gruppe hat einen Instruktor, also einen Guide, und er erklärt ihnen, wohin man gehen muss und so weiter. Aber im Endeffekt, ihr lernt vom Weg. Er erklärt, der Guide, verschiedene Sachen, aber im Endeffekt, obwohl er ihn braucht, das ist nicht mehr so, wie das bei euch am Anfang war. Das ist eine Verbindung, die bleibt, eine permanente Verbindung. Soll das auch so sein, dass ihr verschiedene andere Lehrer hattet? Ihr habt eine Verbindung mit ihm, weil das ist verbunden mit den Seelen von oben nach unten und dem Aufstieg des Menschen von unten nach oben. So müsst ihr euch beziehen zum Lehrer. Er ist unser Weggefährte auf dem Weg. Ich bin natürlich mit ihm verbunden insbesondere. Wenn ich nicht in der Lage bin, selber zu gehen, und wenn ich mit seiner Hilfe zur Verschmelzung mit dem Schöpfer komme, dann sehe ich, wo ich bin, wo der Lehrer ist, wo alle sind. Und dann weiß ich, wie ich mich richtig ausrichten soll. Und dann erlange ich, dass der Lehrer wirklich über mir steht. Aber man darf aus ihm keinen Heiligen machen. Nein, das Allerwichtigste ist, das ist die Verbindung mit dem Schöpfer, und Mittel für dieses ist die Gruppe. Das ist die Gruppe. Bemüht euch, jeden Morgen, wenn ihr hierher kommt, kann sein, dass das auch nicht der Morgen ist, wenn ihr kommt zum Unterricht und wenn ihr euch einschließt in die Vorbereitung vorm Unterricht, müsst ihr sehen, wie das eine Lebenskraft euch gibt, inwieweit dieser Eintritt in den Unterricht, inwieweit dieser euch hebt auf eine andere Ebene der Wahrnehmung des Lebens. Ist das klar? Weißrussland. Rav, sagen Sie bitte, Bore, in diese Definition, gehört das zu Ein Sof, so zwischen den Seelen in Verbindung? Der Schöpfer ist ein allgemeiner Name, welcher heißt Bore, komme und sehe. Das ist das, was wir erlangen. Das ist nicht Ein Sof oder Atzmoto, sondern das Bore, was sich in uns offenbart in Bezug zur Übereinstimmung der Eigenschaften mit dem Schöpfer. Germany 4. It is necessary to attain the thought of creation. What preparation is required that it manifests? Was ist erforderlich, um den Schöpfungsgedanken zu erlangen, und welche Vorbereitung braucht man dafür?
Der Schöpfungsgedanke, den erlangen wir schrittweise auf allen Stufen mehr und mehr, bis wir kommen zur Endkorrektur, wenn unser Kli wird vollkommen korrigiert. Und dann offenbaren wir in ihm das ganze Programm der Schöpfung. Und das heißt der Schöpfungsgedanke in Bezug zu uns. Das ist nur am Ende der Korrektur so. Oder auf dem Weg in Glauben der Korrektur, ein Teil erlangt schrittweise den Schöpfungsgedanken. Das ist ein Programm der Schöpfung in Bezug zu uns von seitens des Höheren, von seitens des Schöpfers. Tel Aviv 4. Rav, in dem Auszug, was wir gelesen haben, spricht man immer von den Seelen. Von der anderen Seite sprechen wir über eine Seele. Gibt es einen Unterschied so? Natürlich, es gibt die Seele, die ein einzelner Teil von Adam ist, des Menschen, wenn er baut, seine Verbindung mit dem Schöpfer, und die Seelen, die im Endeffekt die Geschöpfe sind, die sich verbinden müssen in diesen Teilen, bis zu der Form von Adam. Adam ist, dass das ganze Verlangen zu empfangen ähnlich dem Schöpfer ist, im Ausmaß, in der Form seines Gebens. Kiew. Lieber Rav, der Artikel heißt Das Wesen der spirituellen Erkenntnis. Wir sind jetzt im Zehner zusammen. Was bedeutet, dass wir zur spirituellen Erkenntnis kommen können? Wenn ihr euch verbindet im Zehner und ihr fühlt euch, dass sich zwischen euch anfängt zu offenbaren ein gewisses gemeinsames Verlangen, dieses muss geboren werden aus der Verbindung heraus, aus der materiellen Verbindung. Wenn ihr euch trifft, wenn ihr miteinander spricht, damit richtet ihr euch aus gegenüber des höheren Lichtes in all euren Handlungen. Und das höhere Licht, wenn dieses leuchtet, dann leuchtet es jedem einzeln und Licht und leuchtet diesem ganzen Versammlung der Verlangen in einer gemeinsamen, allgemeinen Art und Weise und schafft aus euch dann schrittweise etwas Vereintes, was einen jeden darin einschließt, aber etwas Gemeinsames. Und das ist dann im Endeffekt die Gruppe oder spiritueller Pazuf. Und dann in dem Ausmaß, in dem ihr dann anfängt zu fühlen, dass ihr ineinander euch einschließt, aus diesem gemeinsamen Einschluss heraus fängt ihr dann an zu fühlen, die Kraft, die euch dann zusammen zur Funktion, zur Handlung bringt. Und das heißt dann, die Offenbarung des Schöpfers in Bezug zu einem jeden ist das komplett was anderes. Aber das Allerwichtigste ist, das, was sich für euch offenbart, das ist in Bezug zu euch allen, wenn ihr fühlt, dass das unser Schöpfer ist. Hier ist unser Schöpfer, hier ist unser Gott. Und das ist, inwieweit wir daran arbeiten. Das Allerwichtigste ist, inwieweit wir fallen, stehen wir auf, fallen und stehen auf und wir lassen das nicht. Im Endeffekt, es kann sein, nach ein paar Jahren erst, kommen wir zum Zustand, wenn wir anfangen zu fühlen, dass in uns gibt es diese gemeinsame Kraft und diese Kraft, die bezieht sich nur zum gemeinsamen Körper, zur gemeinsamen Ganzen und auf so eine Art und Weise richtet diese uns so aus. Und wenn das so ist, dann fangen wir uns so zu formen in Bezug zu ihm. Petach Tikva 3. Welche Rolle der Seelen? Welche Rolle der Welten gibt es in der Übereinstimmung zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen? Nochmal, welche Rolle der Welten in der Übereinstimmung zur Ähnlichkeit des Menschen und vom Menschen zur Unendlichkeit? Die Welten
Olamot auf Hebräisch. Wie sagt man das? Also Ensof. Zuallererst denke ich nicht, dass man so sagen kann. Ensof ist die Wurzel von allen, unerlangbar. Außer dem, das, was als Ensof erlangt wird. Unendlichkeit ohne Grenzen, ohne Ende. Deshalb können wir so besonders nicht drüber sprechen, weil wir diesen Begriff nicht in unseren Verlangen, in unser Verlangen einbringen können, in die Grenzen. Weil wir erlangen alles in den Grenzen entsprechend. Und auf den Grenzen beginnen wir zu spüren, was zwischen dem Erlangenden und dem Erlangten, zwischen dem höheren Licht und also dem umgebenden Licht und dem inneren Licht dazwischen ist, was in den Seelen ist. Und deshalb, deine Frage erfordert immer noch Klärung. Was heißt, dass unser Gebet ausgerichtet ist zur Unendlichkeit? Ja, das stimmt. Wir müssen uns so ausrichten zur allgemeinen Wurzel, zum Hören, zu einen Wurzel eins für alle, genannt Ein Sof, Unendlichkeit. Aber wenn wir ihn enthüllen, offenbaren, das wissen wir noch nicht. Deshalb nennt sich das Ein Sof, Unendlichkeit. Wir können das nicht erfassen. Wir haben, oder ich habe keine Kelim, in denen ich ihn erlangen kann, ihn in mich da einbringen, in meine Kelim einbringen und sagen, ich habe es erlangt. Deshalb, ich benenne irgendeine Empfindung, eine Art praktisch bewusstlose, also als ein Sof. Das heißt, es gibt sie oder es wird dadurch definiert, dass es nicht erlangt wird. Und wenn das so ist, welches Gebet müssen wir zur Unendlichkeit durchführen? Weil dort unser Quelle ist. Unser Quelle ist dort. Aber um zu beten, musst du es nicht erlangen. Du fühlst nur, das ist die Wurzel. Diese Wurzel fasst alles um. Aber ich, entsprechend meinen Kelim, erlange sie, die Wurzel, immer noch nicht. In gar nichts. In gar nichts. Und deshalb... Für mich ist er Ein Sof. Was bitten wir? Wo wird die Ähnlichkeit sein zwischen dem, was wir bitten und das, was wir von der Unendlichkeit bekommen? Wir bitten um eine Stufe, die für die Höhe ist als wir selbst, genannt der Schöpfer Bo und Re, Komma und Sehe. Zu ihr können wir aufsteigen, zu ihr oder mit ihm können wir in Anhaftung treten, wie ein Baby, was an die Mutter sich anlehnt. Und von dort bekommen wir die gesamte Lebenskraft. Wie wird die Übereinstimmung vorhanden sein zwischen unserer Bitte und zwischen der höheren Stufe, die wir, um die wir bitten? Die Stufe zwischen uns und einer höheren kommt durch die Gruppe. Ob du willst oder nicht, du wirst dich auflösen müssen, sich mit der Gruppe verschmelzen, die Gruppe wie den Schöpfer behandeln, denn durch sie bekommst du alles. Und in dem Ausmaß, wie du schaffst, sich dort einzuschließen, in diesem Ausmaß beginnst du zu fühlen die höheren Phänomene und wirst du sie trotzdem fühlen durch die Gruppe, wenn du beginnst, in ihr 10 Sphirot zu offenbaren. Und in der Verbindung zwischen all diesen Sphirot, zwischen all diesen Details, beginnst du, deine Verbindung offenbaren, die über dem Parzuf ist, die Gruppe. Und so weiter. Letzte Frage.
Diese Auflösung, wie kann man sich das vorstellen? Welche Auflösung? Na, diese Auflösung, wie kann man sich auflösen in der Gruppe? Dass ich in der, bereit bin, allen ihren Wünschen zu dienen, um mit ihnen angeheftet zu sein, um zur Anhaftung mit der Kraft zu kommen, die über ihnen ist, und zum Schöpfer zu kommen. Eigentlich, darin besteht unsere Arbeit. Und das, was wir hier gelesen haben, ist, sind philosophische Dinge. Ich möchte zwar nicht so über die Wissenschaft der Kabbalah sprechen, aber trotzdem, Ein Sof, Hatzmuto, dafür haben wir keine Empfindung aus all diesen Begriffen. Erstmal ist das so. Zuerst brauchen wir uns einzuschließen in das, was über uns, nah zu uns ist, und das ist die Gruppe. Und aus allen unseren Handlungen in der Gruppe, wo wir versuchen, irgendwie auf irgendeine Weise mit ihnen näher zu kommen, zusammenzukommen. Und daraus fangen wir dann an, die Namen zu geben, Begriffe zu vergeben allen den spirituellen Erscheinungen. Aber zuallererst daraus. Wir brauchen uns um die Erkenntnis des Schöpfers im Kli zu kümmern. Und das Kli kommt nur aus der Korrektur von Kli von Adam Rishon. Moskau 1. Guten Morgen, Rav. Wir haben doch die Unendlichkeit in jedem Zustand, weil sie kommt in einem Zustand des Mangels. Und mit unseren Anstrengungen bauen wir das auf und erlangen schrittweise Stückchen für Stückchen durch das Gebet. Ich hörte keine Frage. Ich sage, dass die Unendlichkeit, haben wir die Möglichkeit in jedem Zustand. Was ist deine Frage? Deine Frage, mein Lieber. Dass die Unendlichkeit, können wir diese Unendlichkeit berühren in jedem Zustand? Kannst du bitte eine Frage stellen mit dem Fragezeichen am Ende des Satzes? Können wir beten zur Unendlichkeit in einem jedem Zustand, der uns gegeben ist? Ja, wir können. Die Frage ist, ob wir das tun. Aber jedes Mal müssen wir im Gebet sein. Und alle Gebeten von uns, ob wir wollen oder nicht wollen, sie kommen aus Ein Sof, zu unserer Quelle. Aber die Frage, ob wir das tun, ob wir uns darauf ausrichten. Also zuerst ja. Es reicht aus, zum Schöpfer zu beten, und wir beten zu dem, was vor uns ist. Gut, Zafon 2. Wie können wir durchbrechen in die Grenzen der Unendlichkeit zwischen uns, im Inneren von uns? Das ist dann, wenn du versuchst, durchzubrechen durch diese Grenze, die dein Herz und das Herz des Freundes trennt. Dadurch lernst du, wie du diese Grenzen durchbringst. Alle Grenzen sind in dem Verlangen, in dem Willen, in deine Individualität, in deinem Egoismus in Bezug auf die Verlangen der Freunde. Unity 4. Raf, sagen Sie bitte, wir erlangen den Höheren in Bezug zur Ähnlichkeit der Form mit den Höheren, das heißt in Bezug zu unseren Korrekturen. Aber wenn wir Atzmuto nicht erlangen, heißt es, dass wir nicht vollkommen korrigiert sind?
Ich würde das über solche Sachen gar nicht sprechen wollen. Die sind so erhaben und nicht reell für uns. Wie ihr denkt, dass ihr mit dem Verstand diese Realität irgendwie erforschen könnt? Man kann darüber gar nicht sprechen. Das ist höher als unsere Wahrnehmung. Und das, was nicht in der Wahrnehmung ist, was man nicht spürt, dann haben wir nichts darüber zu sprechen. Die Kabbalah spricht nur daraus, was man erlangt. Die Kabbalisten erzählen dir das, aber bedeutet nicht, dass wir drüber irgendwie sprechen können und das jetzt erforschen können. Kapitel 7. I don't know what to connect the words Atzmuto to. I have no idea. Ich weiß es nicht, zu was man das Wort Atzmuto beziehen kann. Atzmuto ist das, was sich an sich selbst ist. Das bezieht sich zu ihm selbst und hat keinen Bezug zur Erkenntnis der Unteren, der Niederen. Also wir erlangen scheinbar das, was es die höhere Wurzel gibt, in der es so einen Begriff gibt wie Atzmuto, er an sich, er für sich. Und das erlangen wir nicht. Das ist ähnlich wie ein Kind, was auf den Vater schauen kann und sagen kann, oh, das bezieht sich etwas auf mich und das bezieht sich auf den Vater. Also das, was zum Vater bezieht, kann man sagen, dass er Atzmuto. Also Rav, dieses Wort bezieht sich nur zur Unendlichkeit, zum Schöpfer? Und Ein Sof und Bore, der Schöpfer, und Atzmuto sind alle unterschiedliche Begriffe, sonst hätte man keine verschiedenen Namen gehabt. Deshalb will ich jetzt gar nicht so irgendwie drüber nachdenken, weil das gibt nur die Verwirrtheit. Und deshalb beenden wir jetzt das Thema und gehen über zum zweiten Teil des Artikels, also das zweite Teil lesen wir morgen vielleicht. Das heißt, wir singen zusammen ein Lied. Ja. Face after face, race after race, from one cage to another. Mask after mask, task after task, lost in the sands. Through you there's a cry, through you there's a light, a place to be discovered. Through you there's a way, together we pray to rise. To see the face of love through your eyes. Together as one, and now we rise. And every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. Of me, through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive. A song from the heart, singing that love will cover our cry. To see the face of love through your eyes, together as one.
aufzubauen, die spirituelle Gemeinschaft. Das Thema des Unterrichts ist, alles wird durch die Kraft des Gebets erlangt. Ausgewählte Auszüge aus den Quellen wird gelesen ab Punkt 11. Ja, wir kommen langsam voran, aber vergesst nicht, dass das Gebet muss ein Gebet in der Gemeinschaft sein, ein Gebet für die Verbindung. Und nichts erlangt der Mensch in sich selbst, sondern in der Verbindung zwischen sich und den Freunden. In dem Maße, wie er aus seinem Willen rauskommt, schließt diesen an zu anderen fremden Wünschen, die von ihm entfernt sind. Das, was fern von ihm ist, nach dem Zerbruch vom ganzen Kli, gesamten Kli, und in dem Ausmaß, wo er sich wünscht, das Kli zurück zum richtigen Zustand zu bringen, wie es war, er weiß nicht, was richtig ist, aber vereint, dass alle vereint wären, sich auf den Schöpfer ausrichten, dann entsprechend dem beginnt er auch zu erlangen. Aus den Verbindungen heraus, die versucht man zu auszuführen durch höhere Kraft. Und diese Erlangung von ihm nennt sich dann die Erlangung der Seele, die Erkenntnis der Seele, Teil des Schöpfers, Teil des Oberen. Gut, wir lesen durch. Wir lesen den Punkt 11. Es gibt kein Licht ohne ein Kli, keine Füllung ohne einen Mangel. Zuerst muss man sich einen Mangel verschaffen. Chisaron, der Mangel. Das heißt, er muss spüren, dass es ihm an diesem Kli namens Verlangen zu geben mangelt. Und was das Fühlen angeht, so ist es unmöglich, einen Mangel zu spüren, wenn man nicht weiß, was man verliert, wenn man das Kli, das Verlangen zu geben, nicht hat. Aus diesem Grund muss der Mensch darüber nachdenken, was ihn daran hindert, das Verlangen zu geben. In dem Maße, in dem er etwas verliert, empfindet er Kummer und Leid. Wenn er den wirklichen Mangel hat, das heißt, wenn er aus tiefstem Herzen zum Schöpfer beten kann, weil er nicht die Kraft hat, für den Schöpfer zu arbeiten, dann ist das der Zeitpunkt, an dem sein Gebet erhört wird und er Hilfe von oben empfängt. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. Wenn es noch keine Fragen gibt, dann lesen wir noch mal durch. Nochmal, Auszug 11. Es gibt kein Licht ohne ein Kli, keine Füllung ohne einen Mangel. Zuerst muss man sich einen Mangel, Chisaron, verschaffen. Das heißt, er muss spüren, dass es ihm an diesem Kli namens Verlangen zu geben mangelt. Und was das Fühlen angeht, so ist es unmöglich, einen Mangel zu spüren, wenn man nicht weiß, was man verliert, wenn man das Kli, das Verlangen zu geben heißt, nicht hat. Aus diesem Grund muss der Mensch darüber nachdenken, was ihm daran hindert, dass er das Verlangen zu geben nicht hat. In dem Maße, in dem er etwas verliert, empfindet er Kummer und Leid. Wenn er den wirklichen Mangel hat, das heißt, wenn er aus tiefstem Herzen zum Schöpfer beten kann, aus der Tiefe des Herzens, weil er nicht die Kraft hat, für den Schöpfer zu arbeiten,
dann ist das der Zeitpunkt, an dem sein Gebet erhört wird und er Hilfe von oben empfängt. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. USA Nordwest. USA Nordwest. Thank you, Rav. Danke, Rav. So the question is, it was talking about when someone comes to discover a real lack. Frage. Sie haben gesagt, dass der, der zum wahren Hisaron kommt, zur Offenbarung dessen, ist das ein Teil des gemeinsamen Hisaron? Wird man dann mehr das Kli spüren? Das hängt ab von der Entwicklung des Hisaron. Aber natürlich, wenn der Hisaron sich mehr und mehr offenbart, entwickelt sich dadurch, wo er spürt, was ihm fehlt, er übergeht dazu, dass er spürt und versteht, was den anderen fehlt. Und danach aus den anderen, was dem Schöpfer fehlt. Ja. Italien 4. Rav, come si consegue un vero desiderio? Che dove ci manca la forza per il beneficio della. Wie erlangen wir den wahren Hisaron? Dass wir in diesem das Gute für die Gruppe wünschen wollen. Schau mal, hier gibt es einen Begriff der Anstrengung und des Gebets. Ich muss mich anstrengen, wie ich kann, möglichst mehr gebender zu sein an die Gruppe und dem Schöpfer beten, aus dem heraus, dass ich mit ihnen verbunden bin, dass er mir hilft, so weit sich mit ihnen zu verbinden, dass ich spüre und enthülle ihn. Und dadurch gebe ihm den Genuss von uns. Dann werde ich als Vertreter der Gruppe sein. Und so wende ich mich an den Schöpfer für die Gruppe. Auf die Weise, und insbesondere zu unserer Zeit, wir werden bezeichnet als die letzte Generation der Endkorrektur, und so müssen wir auch vorankommen. Merkas 1. Rabbah schreibt hier, dass der Mensch, der muss eine Berechnung durchführen, was er verliert, wenn er nicht das Verlangen zu geben hatte. Wie empfehlen Sie uns, das durchzuführen in der richtigen Art und Weise? Alles, was wir in unserem Leben brauchen, insgesamt, ist den Schöpfer zu erlangen. Der Schöpfer Bore, Bo und Re enthüllt sich in den Verbindungen zwischen uns. Und deshalb müssen wir auf unser Kli achten, ob wir verstehen am Ende, dass alles hängt davon ab, nur von der Erkenntnis, Erlangung von diesem Kli, wo irgendwann mal wir die Wände zwischen unseren Herzen zerbrechen und statt vielen, vielen Räumen, wo jeder so einen eigenen Raum besitzt, der aufgebaut ist, eine Art großer Saal, ein großer Raum, passend für den Schöpfer, damit er dort reingeht und sich offenbart. Und deshalb, die Hauptsache, die wir zu tun hätten, ist, ihm Genuss zu geben. Dafür müssen wir die Wände unseres Herzens zerbrechen, um zu einem gemeinsamen Herz zu verbinden. Es gibt einen Platz der Arbeit, dass es uns wehtut, dass wir im falschen Zustand uns befinden. Wenn wir zur Verbindung kommen wollen, zu dem, worüber die Kabbalisten schreiben und das, was sie tun, wie sie einander erwecken wollen, dann ergibt sich, dass am Ende, letzten Endes, kommen wir zu den Gedanken, Wünschen und Handlungen, die richtig sind. Ita 3.
Buongiorno Rav, una domanda da un amico. Come faccio a sentire la mancanza di... Guten Morgen Rav, Frage vom Freund. Wie kann ich fühlen, Hisaron, von etwas, was ich nicht kenne? Bitte? Bitte beim Schöpfer darum, er solle dir die Möglichkeit geben, deine Wünsche und die Wünsche der Freunde zu verbinden, wie es geht. Denn wir wollen immerhin zurück zur gemeinsamen Seele zurückkehren, von Adam. Das ist das Ziel unserer Existenz, damit man aus dieser Welt, aus der Empfindung, wo wir uns befinden, wo wir getrennt, einzeln, entfernt sind, wollen wir zum Zustand kommen, wo wir uns verbinden. Ja? Und hier gibt es keine Wahl, nur dazu zu streben. Wir müssen verstehen, dass unsere Handlung muss seitens des Kelim sein. Und das Licht befindet sich in absoluter Ruhe. Kein Problem mit dem Licht. Deshalb lasst uns letzten Endes etwas für die Verbindung der Kelim tun. Gut? Latin 1. Gracias, Rab. ¿En qué punto de este proceso se hace necesario que el mal sea... Welcher Punkt im Prozess? Para poder apreciar el bien. Porque si no tenemos una sensación del opuesto, wird notwendig, dass wir dort erfahren, das Böse in uns, diese Wahrnehmung der Gegensätzlichkeit. Wie können wir zur Wahrnehmung dessen kommen, dass es uns an etwas fehlt? Ja, deshalb sind wir auch so ein Zustand, wo du schaffst oder kannst auch das benutzen, was wir lernen, die Erweckung, die du vom Schöpfer bekommst und dadurch, dass du in deinem Willen zu empfangen spürst. Und dann befindest du dich im Zustand, wo keine Sorge, wo es dir was fehlt. Du hast an nichts Mangel. Man muss nur jedes Mal klären, präzise, wo du bist, in welchem Zustand du bist und versuchen, diesen Zustand weiter Richtung Verbindung zu bewegen. Und mehr kannst du nichts tun. Haifa 3. Die, die sich zu reinigen kommen, dem hilft man. Was heißt das? Je nachdem, wie der Mensch sich darum bemüht, zur Verbindung zu kommen, um zu geben, entsprechend diesen Anstrengungen hilft man ihm auch von oben. Tel Aviv 4. רב, איך לשבור קירות ליבנו בהכנה לשיעור? בהכנה ל... רב, wie kann man die Herzen, die Wände unserer Herzen brechen bei der Vorbereitung im Unterricht? Das ist die Hauptsache. Das ist die hauptsächliche Vorbereitung, damit wir uns darum bemühen, zum Zustand zu kommen, damit das tatsächlich wir... würden irgendeine Verbindung zwischen uns kommen. Das ist die Vorbereitung vor dem Unterricht. Wie in unserem Zehner, wir treffen uns um 2.30 Uhr, wir lesen Auszüge, dann machen wir einen Workshop. Aber für viele Freunde ist das schwer, das Herz zu öffnen, wenn die aufstehen. Wie kann man richtig die Vorbereitung zum Unterricht in der besten Weise durchführen? Im Maße euren Fortschritts werdet ihr sehen, dass ihr quasi wie Tiere aufsteht, wo es kein Verlangen, kein Chisaron gibt, gar nichts. Selbst wenn ihr beginnt aufzuwachen und euch irgendwie vom Schlaf zurückzubringen und wollt zu der Empfindung im Herzen wiederkommen und zu der Präzision der Gefühle, das Herz wird nicht reagieren und es wird immer härter und schwerer sein, das Herz einzuschalten. Weißt du, so eine Art, möchtest das Auto anzünden, aber es arbeitet nicht, es funktioniert nicht.
geht nicht an. Ja, tatsächlich, so ist schwer für die Seelen und im Maße des Fortschritts werden wir noch schwerer haben, so wie der Baal Shem Tov, wie schwer er hatte, aufzusteigen von dem Zustand seines Absturzes, wo er sich nicht erinnerte, er konnte nicht mal lesen, die Form der Buchstaben kannte er auch nicht mal. Versteht ihr, in welch, wie es sein kann? Deshalb, gleichzeitig müssen wir uns darüber freuen, weil wir zu solchen Trennungen kommen, weil es der Vorteil des Lichts vor der Dunkelheit gibt. Und je mehr wir uns zu der Dunkelheit anschließen, desto mehr gibt es da die Empfindung vom Licht. Also als Fortführung dessen, was kann man machen? Einfach weitermachen zu lesen und so einzutreten in den Prozess? Ja, mehr als das gibt's nicht. Man muss sich immer erinnern, worüber sprechen und weitermachen. Hauptsache jeden Tag. Weitere Frage darf ich bezüglich des Auszugs? Ja. Hisaron, der Mangel. Der Mangel zu geben, das ist den Hisaron, den ich fühlen muss außerhalb von mir, das heißt den Mangel der Freunde, den ich füllen muss, oder ist es mein Mangel, das ich geben will? Hier gibt es sehr viele Aspekte, ich kann so nicht beantworten. Moskau 2. Danke, Raf. Danke, Raf. Welche Form will der Arthur übermitteln? Verstehe nicht, was du fragst. Welche Form der Arbeit übermittelt der Autor in diesem Auszug? Weiß ich nicht, welche Form. Verstehe ich nicht. Ich kann es nicht verstehen, was du fragst. Moskau 1. Der Mangel des Mitmachens des Menschen im Zehner, der Freund sieht es, doch der Mensch selber sieht es nicht. Wie kann man das organisieren, dass der Mangel des Freundes bezüglich seines eigenen Mitmachens im Zehner, wie kann er das sehen? Bitte darum, dass du so eine Verbindung vom Herzen zum Herzen hast und alle verstehen, was in deinem Herzen gibt, selbst ohne Worte. Kapju 7. Should we in the 10, should we pray for connection first before praying for bestowal? Or do I need to pray for bestowals? Müssen wir beten zuerst bezüglich der Verbindung im Zehner oder müssen wir zuerst beten bezüglich des Gebens? Es gibt solche und solche. Es hängt alles vom Zustand ab, von der Lage. Aber selbstverständlich, die Verbindung muss die erste Sorge sein, die es geben muss. Moskau 7. Danke, Raf, bezüglich des wahren Mangels. Das ist das Verlangen des Menschen und dass man sieht, dass man kraftlos ist oder dass ein Verlangen zum Schöpfer eingebettet ist in die. Das, was der Mensch richtig auf dem Weg der Korrektur spürt, bekommt er durch den Zehner. Kiew 2. Rav, Frage vom Zehner. Wie der Mensch, wie schließt er alle Freunde des Zehners in sein Hisaron zum Geben ein? Zum Beispiel Gebet, welches wir schreiben nach dem Unterricht. Vielleicht kann man das irgendwie anders machen. Ich werde nichts mehr ausführlicher erzählen. Der Mensch muss alle seine Freunde spüren, die in seinem Herzen sind, dass er sich mit ihnen verbinden möchte. Und sie
Buchstäblich sind irgendwo in seinem Herzen. Und aus dieser Empfindung handelt er. Was heißt, handelt er? Er wendet sich an den Schöpfer, um alle anderen voranzubringen, alle zusammen. Ausgehend aus seiner Verbindung zu den Freunden. Daraus können wir auch beten. Also diesen Punkt fühlt auch der Schöpfer, die Verbindung zwischen uns. Gibt es die Verbindung? Gibt es den Punkt? Gibt es, womit man sich wenden kann und der Platz, aus dem man sich wenden kann? Gibt es keine Verbindung? Dann erwächst du nur das umgebende Licht. Natürlich, das hilft auch, aber immer noch hast du kein Kli, um sich an den Schöpfer zu wenden. Dieses Kli, mit dem du dich hinwendest, das ist das Kli für die Freunde, von deiner Seite aus, wo du betest und bittest darum. Und das betrifft jeden, jeder für die anderen. Und dann alle Gebete kommen zusammen zu einem gemeinsamen Gebet der Gemeinschaft. Gilad. Auszug 12. Die einzigste Möglichkeit, einen Mangel zu erhalten, für den uns das Verlangen zu geben fehlt, ist das Gebet, das ein Mittel ist zwischen dem Menschen und dem Mangel. Das heißt, er betet für den Schöpfer, dass er ihm etwas gibt, für das er keinen Mangel hat, dass er ihm fehlt. Daraus folgt, dass das Kli, das als Mangel bezeichnet wird, ist ein Mangel in Bezug auf das Gefühl, was bedeutet, dass er seinen Mangel nicht spürt. Und das Gebet ist, dass der Schöpfer ihm das Licht geben wird, dass die Füllung seines Mangels ist. Deshalb folgt daraus, dass die Füllung ein Mangel ist. Er hat also keine andere Wahl, als den Schöpfer zu bitten, ihm einen Mangel zu geben. Und das ist es, was das Kli mit dem Licht verbindet. Vielleicht ist das das, was man fragen wollte. Lese nochmal durch. Nochmal, Auszug 12. Die einzigste Möglichkeit, einen Mangel zu erhalten, für den uns das Verlangen zu geben fehlt, ist das Geben, das ein Mittel zwischen dem Menschen und dem Mangel ist. Das heißt, man betet für den Schöpfer, dass er ihm etwas gibt, für dessen keinen Mangel hat, dass es ihm fehlt. Daraus folgt, dass das Kli, das als Mangel bezeichnet wird, ein Mangel in Bezug auf das Gefühl ist, was bedeutet, dass er seinen Mangel nicht spürt. Und das Gebet ist, dass der Schöpfer ihm das Licht geben möge, das die Füllung seines Mangels ist. Deshalb folgt daraus, dass die Füllung ein Mangel ist. Er hat also keine andere Wahl, als den Schöpfer zu bitten, ihm einen Mangel zu geben. Und das ist es, was das Kli mit dem Licht verbindet. Keine Fragen? Interessant. Wann fühle ich die Freude? Wenn ich ein Bedürfnis habe, sich in der Gruppe zu verbinden, sich mit dem Schöpfer zu verbinden, ihn zu offenbaren, zu ihm aufzusteigen. Ich freue mich auf das richtige Chisaron, was sich in meinem Herzen offenbart. Das heißt, wir können uns über Chisaron freuen, über das Bedürfnis freuen. Und wenn wir kein Bedürfnis haben, dann fühlen wir uns wie Tiere. So? Weil entsprechend dem Chisaron bewerten wir auch den Mensch.
in dem Ausmaß, wie ich ihn fühle und was mir fehlt, weil die Füllung kommt vom Schöpfer, von uns hängt nur der Mangel, Chisaron, ab. Das Ausmaß unser Wunsches, dass eine höhere Füllung kommt, die höhere, besondere, entsprechend dem bewerten wir auch den Menschen, entsprechend seinem Chisaron, sein Bedürfnis. Und deshalb, wir müssen uns darüber freuen, über diese Bedürfnisse, obwohl wir sie als Mängel verspüren. Aber wir freuen uns, was uns tatsächlich fehlt. Tatsächlich eine höheres Ding fehlt, höhere Sache. Und dass wir bedauern und leiden, dass wir es nicht haben. Und damit freuen wir uns auch darüber. Weil der Chisaron ist zum Schöpfer, zu etwas Höherem. Das ist der Chisaron des Menschen und nicht eines Tieres. In Ordnung? German 4. German 4. Was ist die Erfüllung des Verlangens für die Korrektur? Milui l'erazon l'chibur. Erfüllung des Verlangens zur Verbindung, das wird das Licht sein, welches die Verbindung gibt. Was ihr wollt, wollt ihr euch verbinden? Zuvor müsst ihr spüren, dass euch die Verbindung fehlt. Vielleicht muss euer Gebet jetzt sein, dass ich keinen Mangel darin spüre und deswegen weiß ich nicht, was ich tun soll. Es schmerzt mir nicht. Was soll man dann machen? Deshalb, unser ganzes Problem liegt darin, dass wir nicht genügend klären, worin der Chisaron ist, das Ausmaß des Chisarons und am wichtigsten die Qualität des Chisarons. Das ist das, was das sagt uns darüber aus, was es für ein Mensch ist. Oder es ist bislang noch ein Tier, welches nur über seinen Körper denkt, also wie es existieren soll, Essen, Sex, Geld, Familie, Ehre, Macht. Das sind alles tierische Verlangen. Und die Verlangen des Menschen, das ist durch die Verbindung, sogar nicht nur durch die Verbindung. Zum Beispiel, er hat das jetzt noch nicht geklärt, aber das Geben zum Schöpfer zu erreichen. Gemäß dem studieren wir. Und das ist, wie wir den Mangel wahrnehmen. Wie klärt der Mensch seinen Mangel? Dank dem, dass er, außer dass er in sich selbst befindet, er befindet sich noch mit einem zusätzlichen Faktor zusammen. Weil, wenn er noch andere Meinungen hört, außer seine Meinung, also die Meinung der Gruppe, dann klärt er, welches ist das Verlangen der Gruppe und was ist sein Verlangen. Und gemäß dem kann er klären, in welchem Zustand er sich befindet und welche Stufe bestimmt sein Zustand. Nur dann, wenn er sich selbst und die Gruppe prüft. Baltikum 3. Was möchte der Schöpfer von einem Menschen, wenn er von ihm den richtigen Mangel entfernt? Und dann verbleibt er im Zustand eines Tieres. Also was möchte der Schöpfer dann von ihm? Der Schöpfer nimmt die Chisarone von Menschen, damit er beginnt, richtig zu klären, worin besteht der richtige Chisaron. Nur darin, dass man zur Verbindung mit der Gruppe gelangt. Mark 3. Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel des Gebens und einem Verlangen zu geben?
Verlangen zu geben, das ist bereits ein Verlangen, welches man realisieren kann. Und die Hisaron zum Verlangen zu geben, also ich habe noch nicht das Verlangen zu geben, aber ich denke erst darüber nach, dass es mir fehlt. Das sind solche Zustände, die im Weg auftauchen. Nur der Anschluss in die Gruppe und Gebet zum Chef. Andere Mittel haben wir nicht. Kiew 1. Man hört nichts. Давайте я спрошу, Вася, у нас вопросы десятки. Хисарон исходит от нас? Ich möchte fragen, wir haben eine Frage des Zehners. Stammt der Mangel von uns oder ist es die Arbeit des Schöpfers? Alles kommt vom Schöpfer, aber wir müssen klären, sogar wenn ich verstehe, dass diese Hisaron von oben gekommen ist. Die Frage ist, wie beziehe ich mich dazu, wie nehme ich das an? Aber alles kommt von oben. Der Mensch hat nichts. Nur in seinem Einschluss in die Umgebung findet er dort zusätzliche Kräfte, um das zu realisieren, wo ihm scheint, wo er gewinnt. Aber das scheint er nur so. Aber tatsächlich in seinem Ziel und überall alles organisiert der Schöpfer für uns, aber das zu realisieren, worin wir uns befinden, das ist bereits unsere Arbeit, unsere freie Wahl. Und das ist der gegenseitige Einschluss mit der Gruppe. Rückkehr in den Parzuf der Seele, Parzuf der Shama. Darin gibt es viele Gebete zum Schöpfer und Bitten zu hören, Kraft, aber darin gibt es die Arbeit des Menschen. Also kurz gesagt, unsere Arbeit, das ist das zerbrochene Kli für die Korrektur bereitzustellen. Natürlich, darin gibt es das höhere Licht, der Schöpfer, welche die Handlungen vollbringt, aber ohne unsere Bitte kann das nicht passieren. Entweder er weckt uns durch die Qualen, bis wir verstehen, dass alle Qualen nur dafür kommen, um uns zu erinnern, dass wir das Glied der Verbindung zwischen uns korrigieren müssen. Oder wir selbst verstehen das aus dem Studium heraus und beten drum. Aber von uns hängt nur das Gebet zum Schöpfer ab, damit er die Verbindung zwischen uns korrigiert, weil nur das wir in die Seele von anderen schon korrigieren müssen. Aber wir bitten nicht darum, die Füllung dem Zehner zu geben. Also was, um was bitten wir von ihm? Wir bitten von ihm, uns zu helfen, deine Verlangen zu verbieten, damit wir all unsere Verlangen verbieten können in ein Verlangen, ein gemeinsames Verlangen. Und dann, gemäß dem, kann er sich in uns offenbaren, darin besteht sein Genuss, sich den Geschöpfen zu offenbaren, in dem Maßmaß, in dem sich diese Geschöpfe in ein einheitliches Geschöpf organisieren, Adam, einheitlich, ein gemeinsamer Name. Und gemäß dem kann sich der Schöpfer offenbaren. Die Korrektur der Verbindung und die Füllung der Verbindung, das alles gehört dem Schöpfer. Klar? Das ist ein Verlangen, wo wir uns verbinden möchten. Also was ist dieses Verlangen? Ein Verlangen, welchen wir uns verbinden müssen, das ist das gemeinsame Malchut und wir sind ein Teil dessen und wir wollen diesen Teil
aus der Klippa herausholen, aus der Absicht zu empfangen, in die Heiligkeit, Kedusha, in die Absicht des Gebens. Und auf solche Art und Weise erhalten wir vom Schöpfer die Korrektur und die Fühlung, sich dem Schöpfer darin anzugleichen. Und darin bereiten wir dem Schöpfer Genuss. Salt Lake City. Danke. Wie ist unsere Absicht, unsere Gedanken? Wie können wir dies nutzen, um dem Schöpfer Genuss zu bereiten? Wie vereint sich dies, damit wir in Sof Genuss bereiten? No. Wo ist die Übersetzung? Noch einmal. Du, warte mal. Zur Wiederholung. Wie war es? Es bedeutet unsere Absicht, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Wie vereinigt sich dies mit der Ensof Genuss zu bereiten? Ich weiß nicht, was Unendlichkeit den Schöpfer Genuss bereiten möchte. Ich weiß ja, was es ist. Ich bitte dich, kehr zurück nach Hause, nach dem Unterricht. Setz dich hin, hör den Unterricht noch einmal und stell die Fragen auf richtige Art und Weise. Tatsächlich, es lohnt sich, mit den Fragen zu arbeiten. Unendlichkeit, welche Notwendigkeit gibt es, hin auf dem Schöpfer zu geben? Das ist das, was du sagst. Peter Tigua 25. Raff, um zum richtigen Mangel zu gelangen, das bedeutet, dass ich ein Bild dieses Zustandes habe, den ich erlangen möchte. Gelangen wir dann zum richtigen Mangel, wenn wir wissen, was wir möchten? Und das kann auch sein, aber nicht unbedingt ist es ein wichtiger Chisaron. In anderen Worten, das heißt, der Mangel bedeutet, dass ich etwas habe. Und wenn ich fühle, dass es nicht in meiner Kraft liegt, wenn ich weiß, dass ich nicht es erlangen kann, habe ich keinen Mangel dafür. Andererseits muss ich dieses Potenzial haben, um es zu erlangen. Freunde, ich möchte jetzt mich nicht mit euch verwirren in euren Chisronot und die Fragen, die ihr stellt, ihr müsst ständig darüber nachdenken, ständig klären. Ständig klären die Sache, nicht im Zustand der Frage ständig zu bleiben, aber zu klären. Sprecht untereinander, liest noch einmal Shamati oder Artikel von Rabash. Oder diese Abschnitte, die wir jetzt lesen. Gemäß euren Fragen verstehe ich, dass ihr keine Fragen habt. Frage muss eine klare Frage sein. Er fragt über Unendlichkeit, wie gibt sie dem Schöpfer? Welche Unendlichkeit, was gibt sie? Klärt erst einmal. Es gibt eine Grenze der ganzen Sachen. Wir haben noch ein Teil des Unterrichts. Ja, wir haben auch Techa als Vorwort, wenn Sie möchten. Das ist alles? Ja, vielleicht können wir etwas anderes vorbereiten. Also gut, lass noch einen Abschnitt lesen. Abschnitt Nummer 13, Rabash. Er muss jede Ausführung der Tora mit Wort vollziehen, um sich selbst in das Ziel des Gebens zu bringen. Wenn er dann weiß, wie viel er tun muss, um zu geben, und wenn er Schmerz und Leid empfindet, weil er diese Kraft nicht hat, dann hat er schon etwas, wofür er beten kann. Für Arbeit im Herzen, denn das Herz spürt, was es braucht. Für ein solches Gebet kommt die Antwort auf das Gebet. Das bedeutet, dass ihm diese Kraft von oben gegeben wird, sodass er in der Lage ist,
zu geben. Denn dann hat er bereits das Licht und das Kli. Doch, was kann man tun, wenn man nach all den Anstrengungen, die man unternommen hat, den Mangel nicht geben zu können, immer noch als Schmerz und Leid empfindet? Die Lösung besteht darin, den Schöpfer zu bitten, ihm das Kli zu geben, das ein Mangel aus dem Nicht-Fühlen heißt, und dass er ohne Bewusstsein ist, ohne Schmerzen, aus dem, dass er nicht fähig ist, zu geben. Wir lesen noch einmal 13. Er muss jede Ausführung der Torah und der Mitzvot vollziehen, um sich selbst in das Ziel des Gebens zu bringen. Wenn er dann weiß, wie viel er tun muss, um zu geben, und wenn er Schmerz und Leid empfindet, weil er diese Kraft nicht hat, dann hat er bereits etwas, wofür er beten kann. Für die Arbeit im Herzen. Denn das Herz spürt, was es braucht. Für ein solches Gebet kommt die Antwort auf das Gebet. Das bedeutet, dass ihm diese Kraft von oben gegeben wird, dass er in der Lage sein wird, zu geben. Denn dann hat er bereits das Licht und das Klee. Doch was kann man tun, wenn man nach all den Anstrengungen, die man unternommen hat, den Mangel nicht geben zu können, immer noch als Schmerz und Leid empfindet? Die Lösung besteht darin, den Schöpfer zu bitten, ihm das Kli zu geben, welches ein Mangel aus dem Nichtfühlen genannt wird, und dass er ohne Bewusstsein ist, ohne Schmerzen, weil er nicht fähig ist, geben zu können. Etavan. Teil 1. Lojomim. Ich frage eine praktische Frage des Lebens. Wenn wir Hindernisse betrachten, die erscheinen, dass wir sie nicht überwinden können und verursachen Leid uns gegenüber, wie können wir diesen Zustand umkehren? In Bezug von Licht und Gefäß, danke. Ich stehe vor einem Hindernis im Leben. Ich muss vor allem mich zum wahren Zustand bringen. Das bedeutet, dass das von mir erscheint, dass es immer von Schöpfer, es gibt niemals ein. Und wie beziehe ich mich dazu? Immer beziehe ich mich dazu wie zu Hilfe. Das kann Hilfe, eine Hilfe, angenehme Hilfe sein oder unangenehme Hilfe, aber alles ist eine Hilfe. Alles ist für die Korrektur. Alles bekomme ich für, als Hilfe. Vielleicht ist es mir unangenehm, es geht mir nicht gut, aber das alles ist deshalb, weil sich das Ego sich in mir offenbart. Aber immer ist es eine Hilfe und immer richtet mich das aus auf das Ziel. Vor allem muss ich so die Zustände betrachten. Das gibt mir ein wenig die Möglichkeit, mich zu beruhigen, mich zu ausbalancieren und zum Leben richtig zu beziehen, dass mein Leben unter dem Einfluss der höheren Kraft steht, und so richte ich mich zum Schöpfer aus und so sehe ich mich ausgeglichen im Weg.
Und so möchte ich voranschreiten. Und jetzt entsteht eine Frage. Was mache ich damit, was ich habe? Ich muss den Schöpfer danken für alles, was er mir gibt, alles, was er mir macht, weil mich das zur Korrektur bringt. Und offensichtlich ist diese Korrektur die optimalste in dieser Form für mich. Und deshalb segne ich den Schöpfer dafür, was er gemacht hat, jede Sekunde. Und bemühe mich, alle Daten, Voraussetzungen auf die effektivste und richtigste Art und Weise auszunutzen für den Fortschritt, um den Schöpfer dadurch Genuss zu bereiten. Klar? Florida. Ja, Raf, danke. Vielleicht stelle ich mich dumm an, aber ich möchte es nur sicherstellen. Es steht geschrieben, dass man alle Möglichkeiten von Mitzvot und Torah ausführt. Also ich habe aber keinen Bezug von den Zeiten von Rabash, wo er dies beschreibt. Torah ze nikra aor shemir aleinu milemala. Torah wird das Licht genannt, welches auf uns von oben scheint, gemäß dem, wie wir die Gebote ausführen. Gebote mit Wort von Wort Zivui ist ein Ratschlag, das sind unsere Handlungen, die auf das Geben ausgerichtet sind. Und wie sehr ich fähig bin, meine Handlungen in immer in größeren Geben durch die Freunde zum Schöpfer auszuführen. Wenn ich die ganze Gruppe auf solche Weise verbinden möchte, damit der Schöpfer sich in dieser Gruppe offenbaren kann, ohne jeglichen Einschränkungen, in dem Ausmaß, in dem er will, wenn ich mich so durch die Gruppe auf den Schöpfer ausrichte, dann diese Handlungen der Verbindung zwischen uns werden Gebote genannt. Alle Gebote, das Ziel aller Gebote ist, zum Kli Adam Arishon zurückzukehren, zu 10 vollen Sferot. Und dazu muss ich streben. Petach Tikva 20. In jedem Zehner, er hat seinen eigenen Mangel und wir versuchen, sie zu verbinden während des Tages. Wie machen wir dies auf die richtige Art und Weise? Es gibt kein Problem, die Zehner zu verbinden, weil wenn wir bereits verstehen, dass jede Zehner im Inneren auf die Verbindung ausgerichtet ist und aus der Verbindung zum Schöpfer und weiter zum Schöpfer voranzuschreiten, müssen wir die Zehner verbinden. Und in dem Ausmaß, in welchem wir die Zähne verbinden werden, werden wir mehr und mehr auf den Schöpfer ausgerichtet sein. Das ist das, was wir tun müssen. Deswegen vom Mensch zum Zähne, vom Zähne zur anderen Zähne und durch sie dann zum Schöpfer. In dem Ausmaß, in dem es möglich ist. Vielleicht werden wir nicht mehr als 20 oder 30 oder 50 Zähne finden, die man untereinander verbinden kann. Aber das ist bereits ein großes Kli, welches es niemals gab. Es gab es nicht seit dem Zerbruch von Adam Rishon und bis heute gab es so ein Kli nicht. Es gab es noch nicht. Ich könnte sagen, nein, aber wir sind aus Ägypten herausgekommen, dort waren wir verbunden. Das passierte vor dem Zerbruch. Ich sage, nach dem Zerbruch gab es so etwas noch nicht. Als wir auf den Stufen waren, welche Ägypten genannt werden. Das ist kein Land, kein Platz. Das ist eine Stufe. Im Spirituellen sind das alle Stufen.
als wir auf der Stufe waren, die Ägypten genannt wird, haben wir ein Erschwernis des Herzens bekommen, das heißt eine große Zugabe des Verlangens zu empfangen, welches Pharao genannt wird. Nicht, dass wir in Ägypten sein müssen, das ist alles Spirituelle. All das sind innere Zustände von uns. Also wir haben diesen Zustand erreicht, haben angefangen, gemäß dem Zustand zu spüren, dass wir im Exil sind, gemäß des Gefühls des Exils, das heißt außerhalb des Schöpfers. Außerhalb der Verbindung mit ihm haben wir angefangen zu spüren, dass wir aus dem Exil herauskommen müssen, wie jeder von euch. Als er in die Wissenschaft der Kabbalah gekommen ist, woher kam das? Davon, dass er es gespürt hat. Er versteht es auch nicht, aber er hat selbst gespürt, dass er sich im Exil von etwas befindet, in der Trennung von irgendetwas. Und jetzt ist er gekommen. Und jetzt müssen wir mit Hilfe des Lichtes, welches die Quelle zurückführt, dass wir das zwischen uns in die Zähne bringen und noch mehr das Licht anziehen, dank dem, dass wir uns aus dem Exil herausbringen, zur Befreiung. Worin ist der Unterschied? Wir haben mit euch studiert, dass es keinen Unterschied zwischen Exil und Befreiung gibt. Nur in einem Unterschied, in einem Buchstaben ist Unterschied. Buchstabe Aleph, das Licht, wenn der Schöpfer auf dem Exil scheint, bringt er sie zur Befreiung. Und dazu müssen wir jetzt näher kommen, zum höheren Licht, durch die Verbindung zwischen uns. Es gibt nicht einfach so die Möglichkeit, in der Luft voranzuschreiten. Umso mehr wir uns verbinden, desto mehr steigen wir die spirituellen Stufen empor. Das Prinzip, es gibt nur ein Prinzip, oder? Es ist einfach. Алмата. Спасибо, учитель. Danke, Lehrer. Wenn ich nicht falsch bin, alles, was wir tun, liegt darin, dass wir das Haus des Schöpfers erbauen. Das heißt, wenn ich über meinen Zehner spreche, heißt das, dass ich das Haus des Schöpfers durch die Herzen meiner Freunde bilde. Wie kann ich das tun? Was sind diese, was sollten die Mauern sein? Was ist das Dach? Haus, welches wir bauen, Tempel, welchen wir bauen aus unserer zerbrochenen Verlangen, werden Bausteine, Backsteine genannt, solche Stücke. Wir bauen ein Klia, welches Haus genannt wird. Und in dieses Haus kann sich der Schöpfer kleiden, wenn wir ihn offenbaren, dadurch, dass er sich im Kli offenbart, weil das Kli selbst, dieses ganze Haus, dieses ganze Tempel aus unseren Verlangen erbaut ist, korrigierten Verlangen für die Korrektur. Und so bauen wir einen Platz, und das wird auch Seele genannt, die gemeinsame Seele oder die Seele von Adam Rishon. So nennt man das. Also wir bauen sie nur aus der Verbindung zwischen uns auf. Unser Verlangen, unsere Herzen sind korrigiert, welche sich in einem Ziel verbinden, damit der Schöpfer sie füllt, um uns untereinander zu verbinden. Darin liegt unser ganzes Ziel. Der ganze Tempel, die gemeinsame Seele, das alles ist das Gleiche. Nur man nennt es anders. Deswegen benutzen wir auch andere Namen. Klar? Petartikwa 25. Von dem, was ich verstanden habe, die Antwort für alles liegt immer darin, den Schöpfer zu bitten oder sich zu verbinden. Das ist immer so. Also ich habe bereits vor langer Zeit verstanden, dass diese Worte mir nichts bedeuten. Also wie kann ich verstehen, dass es dann hilft? Wieso schaltest du dein Mikrofon ein? Wenn du nicht verstehst, dann verstehst du, dann sitze ruhig.
Na, ich habe eine Frage darüber. Also, die nächste Stufe, die richtige Haltung zu dem, was es ist, darauf zu warten, dass es enthüllt wird. Ja. Bist du einverstanden, bist, was es in dir gibt, dass ich nichts möchte, außer zu geben. Bist du, solange du mit diesem Zustand nicht einverstanden sein wirst, erst dann wirst du zu anderen Menschen. Und du springst ständig heraus, warum ich so und so. Es gibt nicht sowas wie warum. Mach das, was du tun kannst für die Gruppe. Und das ist alles. Petachtikwa 35. Raff, wenn wir uns verbinden möchten und Leid spüren, dass wir uns nicht wie ein Herz fühlen, wie kann uns dies nach vorne bringen, nicht, dass wir in dieser Dunkelheit verbleiben? Habt ihr Hisaron entdeckt, dass ihr nicht verbunden sein könnt? Ja. Dann bittet aus dem Hisaron heraus, dass wir den Hass offenbaren, wie die Schüler von Rabbi Shimon. Oh, so sehr habt ihr erlangt, dass ihr einander umbringen wollt. Oh, oh, oh. Könnt ihr euch das vorstellen, welches Gebet sie hatten, wie stark dieses Gebet war, dass sie tatsächlich im neuen egoistischen Verlangen auf diesen neuen egoistischen Schicht offenbart haben, welche sich jetzt offenbart haben, wie sehr sie einander hassen. Und dann haben sie gespürt, dass sie jetzt zum Schöpfer beten können und durch diesen riesen Hass zu einem hohen Zustand aufsteigen können, zu einer hohen Korrektur. Und das ist das, was sich offenbart hat, weil sie nur die Materie offenbart haben, welche diesem Berg hinzugefügt wurde, neues Material, dieser spitze Zustand des Hasses. Und jetzt, wenn das Licht kommt, dann werden sie das in die Liebe umwandeln. Und deshalb haben sie verstanden, dass das das Ende der Korrektur ist. Gemäß der Dunkelheit, welche sich offenbart hat. Und ich wünsche solche Zustände uns allen. Petach Tikva 33. Im letzten Auszug haben wir gelesen, dass er empfiehlt, dass wenn wir ein Verlangen des Gebens nicht erlangen können, sollte ich bitten um diesen Schmerz, dass ich nicht diese Fähigkeit zu geben habe. Ist dies diese Empfehlung? Das Wichtigste ist der Schmerz, Hisaron. Aber kann man um diesen Schmerz, um dieses Leid bitten, nicht, dass ich nicht dieses Verlangen zu geben habe? Warum nicht? Das ist eine Komponente, Bestandteil des Gebens. Du bittest darum, weil gemäß dem Schmerz und der Notwendigkeit zu geben, kannst du dich an den Schöpfer wenden und von ihm nach Medizin bitten. Klar? Gut. Moskau 7. Dennoch, die Ergebnisse der richtigen Klärung liegt es darin, dass der Zehner die Kraft erhält, eine gemeinsame Absicht zu bilden. Ja, wir erwarten, dass die ganze Szene das Verständnis erlangt und das Gefühl und die Kraft, um sich mit ganzer Stärke die Verbindung zu widmen und durch die Verbindung zum Schöpfer. Das ist unsere Absicht. Aber wir sind genauso den ganzen Etappen der Offenbarung des Hisarons froh, wenn wir nicht fähig sind, wenn wir entfernt sind, wenn wir einander abstoßen, einander nicht spüren. Auch sogar, wenn wir diese Zustände auf richtige Art und Weise erhalten,
Das weist, das zeigt mir bereits auf den richtigen Zustand, weil durch den unrichtigen, falschen Zustand gelange ich zum richtigen Zustand und dann spüren wir eine Freude, spüren Kraft, uns weiter nach vorne zu bewegen. Das ist eine Frage der Korrekturen. Und sogar wenn ich entdecke das Fehlen der Korrektur, Zerbruch oder irgendetwas, dann habe ich bereits die Ursache offenbart. Jetzt muss ich das nur noch korrigieren. Это нормально, что человек не сразу все сердца товарищей раскрывает, как. Ist das normal, dass der Mensch die Herzen der Freunde offenbart? Nein, es spielt keine Rolle. Also manchmal ist es wie dies, manchmal wie jenes. Das ist richtig. Okay, letzter Mark 3. Hallo Rav, Weltkli. Sagen Sie bitte, was ist richtiger, die nach Eigenschaft des Gebens selbst zu bitten oder nach Mittel, Instrumente, um diese Eigenschaft zu erlangen? Nein, wir wissen nicht genau, was es bedeutet, wir benötigen, um die Situation zu korrigieren. Das ist das Geschäft des Schöpfers. Wir bitten nur um die Korrektur. Das ist alles. Wenn ich in einem negativen Zustand bin, gegensätzlich zur Verbindung und der Erlangung des Schöpfungsplanes, des Gebens, dann bitte ich um Korrektur, wie zu es mir kommt. Darum sorge ich mich nicht. Wenn ich mich nicht darum sorge, dann berühre ich dies nicht. Ich beschäftige mich da nicht damit. Das ist die Arbeit des Schöpfers. Die Arbeit des Geschöpfes liegt darin, den Mangel zu finden, dass ich diesen Mangel spüre und dadurch erlange. Und alles wird geschehen durch das Gebet. Okay, wir gehen zum Ticha. Singen. Liebe ist wie Medizin für alle Menschen. Только между нами сможем почувствовать один. Dans l'océan tout seul ce n'est pas un. If you have a dream alone it's not one. Uno insieme ad ognuno. A ti это когда все вместе. Un c'est l'amour sans aucune frontière. Wir sind wie ein Mensch mit einem Herzen. Uno insieme ad ognuno. Один это когда все вместе. Un c'est l'amour sans aucune frontière. Wir sind wie ein Mensch mit einem Herzen. Давай объединим весь мир и почувствуем один. Wir sind deine große Familie. Si tu chantes à la lune tout seul, ce n'est pas un. If you sail in the ocean alone, it's not one. Un c'est là.
Einführung in die Weisheit der Kabbalah. Wir lesen die Werke von Baal Salam. Einführung in die Weisheit Kabbalah. Punkt 47. Tamim, Nikudot und Tagin und Otiot. Punkt 47. Es wurde geklärt, dass durch den Bitush des Or Makiv auf den Massach der Guf, der Massach von all der Viyut de Guf gereinigt wird, bis er, Punkt 46, nun haben wir den Bitush von Or Makiv und Or Pnimi geklärt, der nach der Ausbreitung des Parzuf und ein Guf hinein auftritt. Dies bewirkt, dass sich der Massach der Guf reinigt und alle Lichter des Guf sich entfernen. Und der Massach mit dem in verbliebenen Reshemot erhebt sich zu Pederosh, wie sie mittels eines neuen Sivuk der AK erneuert werden und einen neue, der in der Reshimot von Anaviut entsprechende Stufe hervorbringen. Dann führen die beide Massach. Und nun sollen wir alle vier Arten der Lichter erörtern. Tante, die mit dem Tushtorm Makiv von den Aufstiegen des Massach zu Pederosh erscheinen. Also, was sagt er uns? Wir haben ein paar Zof. Welches Malchut von Ensof ist, nach der Einschränkung, entscheidet es, dass es die Absicht des Gebens hat. Und deshalb arrangiert es sich selbst derart, dass es ausgerichtet ist, vollkommen zum Geben. Und dann ist sein ganzer vorheriger Zustand, welches ein Kreis war, es wird organisiert entsprechend einem Teil, welches geteilt ist in das Rosh. Das heißt, der Kopf, dann gibt es den Toch, den mittleren Teil. Und der, der nichts empfangen kann, keine Entscheidung treffen kann, ist Sof, das Ende. Und nun vom vollkommen Verlangen gibt es eine Absicht mit des Gebens. Und es verbleibt in der Absicht zum Geben. Und hier gibt es die Entscheidung. Hier gibt es im Rosh, im Kopf, der zweite Teil wird genannt das Innere, Toch. Und der dritte Teil wird genannt das Ende, Sof. Entsprechend dem, wie sehr das Gefäß sich selbst darin organisieren kann. Und jetzt kommt das höhere Licht, es dringt ein in das Gefäß und es möchte überhaupt nichts empfangen. Stößt es praktisch ab. Aber danach entscheidet es, dass einen Teil davon möchte es empfangen und dann bildet es den Rosh. Den Kopf davon empfängt es innerhalb. Okay, ich nutze eine andere Farbe. Das heißt, davon empfängt es das Licht im inneren Teil, im Toch. Der Teil, von welchem es in diesem Verlangen empfangen kann, das wird genannt inneres Licht, Opnimi. Der Teil, wo es nichts empfangen kann, welches dem Ende des Prozesses angehört, verbleibt außerhalb. Und dies wird genannt umgebendes Licht. Und dann, was er sagt, ist Folgendes. Das, neben diesem Empfangen des Lichtes gibt es auch das Schlagen des Inneren von dem umgebenden Licht, wo es Druck ausübt und sagt, du musst mich akzeptieren. Warum? Denn schau, wie sehr du hier hast am Ende in diesem Teil, wie viele Verlangen zu empfangen hast du immer noch, die du nicht nutzt. Und das innere Licht arbeitet entsprechend dem, also
was es empfängt innerhalb und dadurch schwächt es im großen Ausmaß dies ab und es fordert, dass es mehr einfordert. Und wenn es nicht das innere Licht empfängt, dann wird es kein umgebendes Licht geben, denn das umgebende Licht kommt entsprechend dem, wie viel es im Inneren empfängt. Ihr seht, wie viel es dadurch erhält, wie viele Geschmäcker es darin gibt, wie sehr dies fühlt und es möchte mehr erhalten. Das umgebende Licht sagt nicht, es hat nicht diese Absicht, umgebend umzugeben, aber in dieser Entscheidung, die es trifft, in der Absicht zu sein, zu geben, erhält es dies. Und in diesen Verlangen, welches im Ende des Parzufs sind, diese Verlangen können nichts empfangen, um zu geben. Also was geschieht, ist, dass es von seinem Zustand weggestoßen wird. Das heißt, es steigt wieder auf zum P, zum Mund vom Rosh. Und das erfolgt schrittweise. Das heißt, es geht durch all diese Schirme, es wird all diese Schirme, stößt es ab, wird sie los. Und auf diese Weise entfernt es sich. Das heißt, wir haben ein Licht, welches genannt wird, Ta'amim, Geschmack. Und ein anderes Licht wird genannt Nekudot, der Punkt oder die Punkte. Nekudot. Die Lichter, die sich entfernen, und was verbleibt von diesen Lichtern, des Ta'amim, des Geschmacks, wird genannt Tagin. Was verbleibt von den Lichtern, des reflektierenden Lichtes, das sich entfernt, werden Otiot, Buchstaben genannt. Also wir haben Ta'amim, Geschmack, Geschmäcker, Nekudot, die Punkte. Die Aufschriften werden Tagin genannt und Otiot, die Buchstaben. Das sind die, was verbleiben vom direkten Licht und vom umgebenden Licht in Korrespondenz. Das ist, was wir haben. Kiew Nummer 1. Keine Fragen, okay. Also, Gelad, wir setzen fort. Punkt 47. Es wurde geklärt, dass durch den Betusch des Or Makiv auf den Massach der Guf, der Massach von all der Aviut der Guf gereinigt wird, bis er erläutert, bis er gereinigt ist und sich mit dem Massach der Rosh angleicht. In anderen Worten, durch das Zusammentreffen des umgebenden Lichtes und des inneren Lichtes, diese Grenze, dieser Schirm, es gibt zwei Dinge hier. Wenn es fortsetzt, hier zu empfangen, was wird darin verbleiben? Es hat keinen Schirm darin. Also hier und damit es zum Geben gelangt, also es hat natürlich einen Schirm, um sich von dem Empfangen fernzuhalten. Das heißt, es gibt keine Wahl, dass es gereinigt wird, verfeinert wird. Das Schirm verfeinert es, erschwächt ihn und schwächt ihn, bis diese Lichter, die sich innerhalb befinden, im inneren Licht, nach außen treten. Okay, wir setzen fort. Und die Gleichheit der Form mit dem Pederosh, der Schirm vom Tabor kommt zum P, zum Mund vom Rosh im Kopf. Verbinden den Massach der Guf und den Massach der Rosh zu einer Einheit. Verbindet sich mit dem Schirm, welcher sich im P befindet vom Rosh. Und der schließt sich mit dem Sivuk der AK in die P der Rosh ein. Und dieser Schirm, der die Lichter innerhalb empfängt, kehrt jetzt zurück zum P der Rosh, zum P von Rosh, zum Mund vom Rosh mit all den Aufschriften Reshimot in ihm und hier gibt es eine dauernde Schlagen durch Kopplung und der Schirm, welcher sich hier befindet im P vom Rosh, welcher bereits die Reshimot hat, die Aufschriften, welche er erhalten hat und er
ist in Kontakt mit dem höheren Licht. Der Massach wird jedoch nicht auf einmal gereinigt, sondern in einer festgelegten Reihenfolge. Zuerst von Pina Dalet zu Pina Gimel, dann von Pina Gimel zu Pina Bet und dann von Pina Bet zu Pina Alef und danach von Pina Alef zu Pina Shoresh. Und letztendlich ist er von seiner ganzen Avyut gereinigt und wird so rein wie der Massach der Pederosh. In anderen Worten, das ist wie der Schirm verfeinert wird. Und das erfolgt schrittweise. Das höhere Licht hört nun für keinen einzigen Augenblick zu scheinen auf und paart sich mit dem Massach auf jeder Stufe seiner Histakut, seiner Reinigung. Denn sobald sich der Massach von der Pina Dalet gereinigt hat und die Stufe von Keter vollständig genommen wurde und der Massach zur Aviyut von Pina Gimel kommt, paart sich das höhere Licht mit dem Massach auf der verbliebenen Aviyut von Pina Gimel und bringt 10 Sferot auf der Stufe von Chochma hervor. In anderen Worten, wenn der Schirm vom Tabor kommt, zum Pederosh, wird eingeschlossen mit dem höheren Licht, welches sich im Rosh befindet, im Kopf, unter dem Einfluss dieses höheren Lichtes. Steigt es ab von dem Zustand, wo es sich befand, zu einer niedrigeren Stufe als zuvor und erschafft hier ein neues Parzuf, wo von diesem Zustand von P, vom Rosh, es seinen Rosh dahin bringt und davon nach unten sein Guf, den Körper. Also, es hat Rosh Tochsof und hier trifft es die Entscheidung und es empfängt von ihm mit der Absicht des Gebens ein Teil des höheren Lichtes. Okay, wir setzen fort. Danach, wenn der Massau auch von der Pina Gimel gereinigt wird. Also hier haben wir auch diese Verfeinerung, Pederosh wird eingeschlossen darin und hier haben wir ein weiteres Parzuf, welches sich ausdehnt und dann ein weiteres Parzuf, welches sich ausdehnt und ein weiteres Parzuf. Also, wir haben alle zusammen die Parzufim von Keter. Wir haben das Parzuf Keter, Chochma, Bina, Serampin, Serampin und Malchut. Serampin und Malchut. 5 Parzufim. Und dann diese bezeichnen wir, was diese Welt bezeichnet wird. Das heißt Malchut von Ensof, das sich selbst verwirklicht. In diesen 5 Parzufim, das wird die Welt von Adam Kadmon genannt. Okay. Und danach verschwindet wenn der Massach sich von der Pina Gimel reinigt und sich ebenso die Stufe von Chochma wird und im Massach lediglich Pina Bet verbleibt, zurückbleibt, paart sich das höhere Licht mit ihm auf Pina Bet und lässt den Sferot auf der Stufe von Binah hervorkommen. Und nachdem der Massar auch von Pina Bet gereinigt wurde und diese Stufe verschwunden ist und lediglich Aviyut der Pina Alef in ihm verblieben ist, paart sich das höhere Licht mit dem Massar auf der
verbleibenden Aviut von Pinalev und bringt zehn Sferot auf der Stufe von Serampin hervor. Und als der Masau auch von der Aviut der Pinalev gereinigt wurde und die Stufe von Serampin verschwunden ist, verbleibt er lediglich mit Schorosch, Wurzel von Aviut. In diesem Zustand führt das höhere Licht ein Sevuk auf dem Massach verbliebenen Aviut Schorosch durch und bringt zehn Sferot auf der Stufe von Malchut hervor. Und wenn der Massach auch von Aviut Schorosch gereinigt ist, verschwindet die Stufe von Malchut ebenfalls von dort, da im Massach keine Aviut de Guf dort verbleibt. In diesem Zustand gilt, dass der Massach und sein Reshimot aufsteigen und sich mit dem Massach der Rosh vereinigen und dort in einem Sivuk der HK einbezogen sind und darüber neue zehn Sferot hervorbringen, die als ein Sohn und ein oder Nachkommen des ersten Parzuf bezeichnet werden. Somit haben wir geklärt, dass der Bitush von Or Pnimi und Or Makiv, der den Massak der Guf des ersten Parzuf von Adam Kadmon reinigt und ihn zu seinem Pedrosch erhebt, woraus der zweite Parzuf ab der Ak hervorgeht, nicht auf einmal erfolgt. Vielmehr ereignet er sich stufenweise, wobei sich das höhere Licht in jedem Zustand in den vier Stufen, die es während seiner Histakut durchläuft, mit ihm paart, bis er den Pederosch gleich wird. Und wie es in Bezug auf das Hervorkommen der vier Stufen während der Histakut-Reinigung des Guf des ersten Parzuf zum Zweck von Abge erklärt wurde, bilden sich während des Prozesses der Reinigung des Massak der Guf des Parzuf ab drei Stufen, während er den Parzuf Sack schafft. Und auf gleiche Art und Weise geschieht dies auf allen Stufen. Es gilt die allgemeine Regel. Der Massach reinigt sich nicht auf einmal, sondern stufenweise. Das höhere Licht, das sich ununterbrochen zum Unteren ausbreitet, führt seinen Sivuk mit dem Massach durch und paart sich mit ihm auf jeglicher Stufe während seiner Reinigung. Lasst uns zuerst einige Dinge klären, dann setzen wir fort. Italien Nummer 1. Rab, volevo chiederti, ma c'è qualche affinità tra Nekudot e Makif? Sono tutte e due luci respinte. Come si relazionano tra di loro? Rav, ich würde gerne fragen, gibt es etwas, was Nekudot mit Ormaki verbindet, das Licht herausdrückt? Wie hängen diese Sachen miteinander zusammen? Tamin Nekudot und Tehiot, alles ist ein Prozess. Das Licht beeinflusst das Verlangen zu empfangen. Das intensiviert sich, weil es dies nicht akzeptieren müsste, sondern nur mit der Absicht des Gebens. Und dann zeigt es sich, dass es ein Sivuk der AKA macht, diesen Schlag durch Kopplung, und es verfeinert, es zwingt es, entweder mehr zu empfangen oder du verlässt diesen Punkt. Okay? Also eines der beiden. Also man kann nicht in der Mitte stoppen, sondern es steht unter diesem Druck von hier nach dort und dadurch entscheidet man es, was zu tun ist. Und das bringt dem Schöpfer keine Zufriedenheit, keinen Genuss, wenn du nicht entscheidest, was zu tun. Also was das Gefäß entscheidet, ist, dass es keine Wahl gibt, sondern dass es empfängt mit der Absicht des Gebens. Wenn es dies nicht kann, dann entfernt es sich. Aber in diesem Entfernen, sogar der vorhergehende Zustand im Empfang umzugeben kann, es ist ein Teil und es entfernt sich, weil es sich dort nicht verbleiben kann. Also das, was der Gastgeber möchte, und dann hört es auf der
in der Mitte und das ist der schlimmste Zustand und das ist der Grund, warum es verfeinert wird. Und wenn es verfeinert wird, wird es genannt, steigt es auf zum Gastgeber. Es nutzt nicht seine eigenen Verlangen, um mit der Absicht zu empfangen. Es arbeitet auch im Geben. Also die einzige Option liegt darin, verfeinert zu werden. Es gibt viele Fragen darüber. Wir werden es noch klären. Mark Nummer 3. Tamim können wir uns irgendwie vorstellen. Das sind Geschmäcker, Eintritt des Lichtes, aber Austritt des Lichtes, Nikudot. Mit was kann man das vergleichen, den Austritt des Lichtes aus Parzuf? Das ist, wenn ich herauskomme und ich bedauere nicht, was ich empfangen habe, aber ich verlasse diesen Platz, dieses Empfangen jetzt von dem, was ich vom Gastgeber erhalten habe, auf der Stufe 43210. Ich verlasse das Empfangen des Lichtes mit der Absicht des Gebens. Und denn ich sehe, dass es mich nicht zu einem Zustand bringt, wo ich den Gastgeber Genuss bereiten kann. Das heißt, das ist eine bewusste Absage, ja? Danke. Natürlich, natürlich. Ja. Florida. Okay, Florida. Yes, Rav, thank you. Where are the discernments made? Are they made in the Masak or in the Goof? Danke, Rav. Wo passieren diese Klärungen im Guf oder im Schirm? Das geschieht innerhalb des Verlangens. Der Schirm ist auch im Verlangen. Tel Aviv Nummer 3. Rav, warum die Handlung des Gebens in der Absicht, Empfangen in der Absicht des Gebens führt zu keinem Hisaron, sondern Hisaron, dann offenbart sich die Größe des Gastgebers. Aber es gibt einen Hisaron, welcher im Sivuk der Akada Rosh erlangt wird. Was es im Rosh erhält, ist genau der Punkt, von wo es sich entwickelt. Denn im Rosh ist es in Kontakt mit dem Schöpfer und mit dem höheren Licht, dem Licht von Ein Sof. Und deshalb kann nur durch diese Verbindung mit dem Licht von Ein Sof, von dort entscheidet es entsprechend dem Ausmaß. Und dann hat es dieses Bewusstsein, das heißt, es kennt, es weiß das Licht von Ein Sof, welches Verlangen es hat, welche Einschränkungen es machen muss. Und später hat es die Kraft des Gebens, mit der Absicht des Gebens. Nur eine Frage. Während der Reinigung des Massachs, während der Reinigung, erneuert der Schirm den Sivuk auf den Aviut, welchen er nicht hatte? Nein, es gibt nicht solch eine Sache der gleichen Aviut-Grobheit. Es wird verfeinert, indem es diese Grobheit verfeinert, welche es zuvor hat. Und jedes Mal zu weniger Grobheit. Worin liegt der Unterschied zwischen Orpnime, welche in der Verbreitung war, oder welche heraustritt? In der Verfeinerung haben wir nicht das innere Licht. Wir haben verschiedene Namen nur für diese Lichter. Neue Namen. Mark Nummer 6. Morgen Rav, guten Morgen Freunde. Gibt es einen Unterschied zwischen der Füllung Massach der Guf Gagate, wenn er sich reinigt und aufsteigt zum Gimmel, und der Füllung? Natürlich, deshalb wird es abgenannt, das andere Galgalta. Das Licht fühlt jedes Verlangen und es ist unterschiedlich entsprechend den Verlangen, den Parzufim, Sefirot, den Welten. Es gibt diese Unterschiede und zuallererst in diesen Lichtern, die welche es füllen. Aber das ist der gleiche Aviut. Nein, 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 es ist nicht das gleiche Aviut, dieselbe Grobheit. Es ist eine andere Grobheit. Jedes Mal ist es verschieden. Es gibt nicht solches, es gibt nur diese Unterschiede. Und das heißt nicht, das ist das gleiche Licht, hat das gleiche Verlangen. Das ist unmöglich. Abgesehen davon, dass die Stufe die gleiche ist, ist der Aviut anders? Welche Stufen? Wenn der Schirm im Gagalte gereinigt wird,
Nein, es ist nicht der gleiche Zustand. Es ist ein Zustand. Ich habe etwas erhalten von oben nach unten. Und jetzt ist es ein Zustand, wo ich aus diesem Empfang heraustrete. Das Wesen dieses Zustandes ist vollkommen anders. Lateinamerika Nummer 7. Gracias, Rab. No entiendo bien la diferencia entre el masaje de Guf. Danke, Rav. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen dem Schirm im Tabor und Schirm in Pederosh. Warum? Wenn der Schirm beginnt, vom Tabor aufzusteigen, sagt man, dass er sich dem Schirm angleicht, welcher sich in Pederosh befindet. Der Massach, der Schirm, welcher sich im P befindet, ist ein Schirm, welcher entscheiden muss, ob das Licht, das sich oberhalb befindet, im Rosh ist, welches unbegrenztes Licht ist, im Rosh, Licht von Ein Sof. Also der Schirm, er berechnet im P mit dem reflektierenden Licht vom P nach oben, also was ich habe, was habe ich erhalten, also wie sehr kann ich empfangen mit der Absicht des Gebens, und dann in seinem eigenen reflektierten Licht im Rosh prüft es, wie viel kann ich empfangen mit der Absicht des Gebens. Es prüft alles, macht eine Entscheidung und beginnt dann im Toch zu empfangen, im Inneren des Parzuf. Ist deine Frage damit beantwortet? Nein, die Frage, ist also der Schirm im Tabor, wenn er beginnt, zu Pederosh aufzusteigen, er beginnt in seinen Eigenschaften sich anzunähern. Ich verstehe dich wirklich nicht. Also in dem es wem oder was ähnelt. Gemäß dem, was ich verstanden habe, sagt er, dass der Schirm des Tabor beginnt aufzusteigen, das Kli beginnt sich zu reinigen, und er erreicht so einen Punkt, wenn er den Schirm in Pederosh erreicht, und sie werden gleich. Ja, denn jetzt ist der Massach im Tabor, welches Pederosh erhält. Es erhält nichts, welches der Schirm von Pederosh macht. Und dann werden sie gleich. Also sie werden identisch. Und diese Bewegung, Kraft, der Aufstieg des Schirms vom Tabor, ist das, was Aviud des gemeinsamen Schirms bestimmt? Nein. Wenn der Schirm aussteigt vom Tabor zum Pe, stößt es das innere Licht weg, welches empfangen hat im Inneren des Barzufs, und dieses Licht entfernt sich. Es tritt aus, bis der Schirm den Schirm Pederosh erlangt, und dann tritt es aus von dem inneren Teil des Barzufs. Santiago. Danke, Rav. Santiago. Amigo, está escrito en el texto que cuando el masaj de Tabor purifica su último nivel de Aviud, que es Aviud Choret, steht geschrieben, dass der Schirm des Masaj des Tabors den letzten Teil des Aviud Choret darstellt, und er vergleicht das mit Schirm des P. Also im Masaj des P gibt es keine Aviud. Der Schirm im P hat diese Grobheit entsprechend dem, was es nutzen kann, um deinen inneren Teil des Parzufs zu füllen. Im Grunde beginnt alles von dem Schirm, welcher sich im Pederosh befindet und nichts empfangen möchte für sich selbst. Und dann, unter dem Einfluss des höheren Lichtes, welches ihm sagt, empfange so viel, wie du kannst, zumindest etwas, dann entscheidet es, dass es etwas empfangen muss, um dem Schöpfers willen, mit der Absicht des Gebens. Und deshalb öffnet es, etwas mehr seines Verlangens zu empfangen, von der Einschränkung nach oben,
Und dann wird dieses Empfangensein mit der Absicht des Gebens. Dadurch bildet es sich den inneren Teil des Parzufs. Und alles ist erschaffen vom Punkt des Verlangens zu empfangen, welches entscheidet, wie es diese Grobheit nutzen kann, mit der Absicht des Gebens um des Schöpfers willen. Und von dort tritt Rosh Toch Suf ein ins Parzuf und es entwickelt dieses Parzuf. Alles ist von diesem Punkt des Verlangens zu empfangen abhängig, welches dieser schwarze Punkt ist, welches jetzt diesem Schöpfer Genuss bereiten möchte. Und von dort entwickelt sich das Parzuf. Wow. Kiew Nummer 3. Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, einige Worte zu sagen. Wir wollten in unserer Szene das Gefühl teilen und der Erwartung des Kongresses, die Sorge, Ehrfurcht, die Freude, die wir spüren. Wir haben nicht nur einmal vom Rav gehört, das ist das Einzige, was mir fehlt, das ist eine starke Attacke und jeden und auf dem Schirm wird uns jeden Tag gezeigt, dass mir immer weniger Zeit für uns bleibt und deswegen warten wir nicht auf morgen, schon heute gehen wir auf den Link, welches wir auf dem Schirm jetzt sehen, convention.cli.one. Wir registrieren uns für den Kongress. Wir haben das mit dem ganzen Szene bereits gemacht und wir erwarten eine starke Verbindung, einen neuen Schritt in die Richtung des Schöpfers, unsere Verbindung zusammen, Leheim. Vielen Dank. Und lasst uns Odessa fragen. Dass die Lichter Nikudot und Etiot, welche entstehen beim Reinigung des Schirms, das entspricht der noch war nicht verständlich. Beim Reinigung des Schiffs entsteht Nikudot und Adiot, entsteht Sivuk der AK und Parzuf Nikudot entsteht nach jeder Portion. Und die Lichter, das sind die Lichter Tamim und Tegenim, kann man sagen, dass das Adiot und Nikudot des Eltern Parzuf entspricht, also der Lichter Tagim und Tanim. In einer neuen Verbindung, das ist etwas vollkommen anderes. Also es ist ein total neues Verlangen, Tel Aviv 4, schnell bitte. Rav, er sagt hier, spricht hier über die Reinigung des ersten Parzufs oder über alle Parzufim? Das ist ziemlich das Gleiche, es gilt für alle Parzufim. Also es gibt Unterschiede. Wir werden das noch lernen auf dem Weg. Aber die Reinigung von David zu Gimel, ja, es muss geschehen. Das heißt, es gibt klare Mechanismen darin. Sehen Sie, die bei jeder Reinigung herauskommen, sind es auch Sferot der Guf? Im Guf geschieht es ja. Außerhalb des Gufs können wir nicht darüber sprechen. Über Stufen, Parzufim oder irgendetwas anderes. Alles geschieht innerhalb des Verlangens. Außerhalb des Verlangens ist es umgebendes Licht, welches, worüber wir nicht viel wissen. Ich frage jeden. Also ich übe keinen Druck aus, ihr misst mehr oder weniger im Vorwort der Wissenschaft der Kabbalah, was wir jetzt lernen, Ticha. Aber ich empfehle euch, versucht so viel wie möglich zu lesen, diesem Vorwort. Es ist sehr kurz. Also geht so viele Male wie möglich darüber. Auf diese Weise, jene Weise, werdet gewohnt zu den Dingen, die dort geschrieben stehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn von unseren Unterrichten könnt ihr nicht wirklich
verstehen. Wir werden noch über dieses allgemeine Aufsteigen, dieses Kaskadierung, diesen Prozess sprechen. Aber man muss sich selbst investieren, wie im Vorwort entsprechender Wissenschaft der Kabbalah, den Zehn Sefirot. Wir müssen viele, viele Male dies studieren und lernen. Deshalb müssen wir vertraut damit werden. Und das ist die Hauptsache, liegt darin, in den Zuständen, durch welche die Welt hindurchgeht, wir hindurchgehen. Die Hauptsache für uns liegt in der Verbindung, damit wir den Schöpfer erlangen. Mehr als dass wir es intellektuell verstehen, was geschieht mit diesen Diagrammen. Fokusgruppe, bitte. Hallo Rav. Jeder zusätzliche Parzuf, welcher von Ak herauskommt, gibt einen größeren Genuss dem Chef oder weniger Genuss? Es gibt einen Unterschied zwischen, sag mir, wer ist wichtiger in der Familie? Der Vater, welcher das Geld verdient, oder das Baby, das geboren wurde, das kleine Kind? Wer ist wichtiger? Man kann sagen, dass der Vater, weil er verdient. Was heißt, man kann sagen? Ja, in anderen Worten, es gibt Wichtigkeit da und Wichtigkeit dort. Also man kann nicht sagen, in jedem Parzuf, auch das Kleinste, sogar in einem Tier oder in jedem Teil der Schöpfung, das damit eingeschlossen ist. Aber in Wahrheit sagen wir, der obwohl diese Schöpfung, diese Vollkommenheit, jeder ist gleich. Es gibt einen Unterschied zwischen, wenn dies sich selbst korrigiert und dies korrigiert sich, oder das ist abhängig von diesem oder jenem. Aber wenn man die ganze Schöpfung betrachtet und man sieht, dass es nichts sein kann ohne eines anderen, denn jeder ist eingeschlossen in jedem anderen Teil und schrittweise gelangt man zu einem Zustand, wo man sieht, dass es nichts über diese Vollkommenheit gibt, sondern jeder ist gleich. Und es gibt nichts jeden hier, sondern alle sind gemeinsam einverlangen, in Übereinstimmung mit dem Schöpfer. Eben, weil das eine verlange ich sehe, das Ormakiv drückt, mehr zu empfangen. Das ist bis hierher, was das Verlangen enthält, und wir werden dies sehen bis zur vollkommenen Korrektur. Also der Druck von Or Makiv ist nicht nur betreffend des nächsten Parzufs, sondern betrifft dem ganzen System. Natürlich, ja. Gilad. Ja, wir nähern uns dem Ende. Heute in Israel ist ein Feiertag und deshalb haben wir einen Unterricht tagsüber, 13:45 Vorbereitung bis 14 Uhr und dann von 14 bis 16 Uhr wird es den Tagesunterricht geben und damit beenden wir und Erfolg. Her insanın yüreği bir sözü demek ister. Her insanın canı bir yolda gitmek ister. Her seher insan durur, hoş bak olmak çalışır. Bu fikri özünle her yola o aparır. Bu sözü bir adı var, bu yolun bir tadı var. Unutma beni kardeş, özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Birlik birlik ancak birlik bu sözü biz eşitirik. Birlik birlik ancak birlik ancak onu eşitirik. Birlik birlik ancak birlik bir yolda biz çalışırık. Birlik birlik ancak birlik bir yolda biz sevinirik. Birlik birlik ancak birlik bir bir can örek olmak isterim, bir can örek olmak isterim, bir can örek olmak isterim, bir can örek olmak isterim. Lay 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 lay. İstirik biz ancak tüm dünya hoşbakt olsun.
her canın yüreğinde, sevgi canında olsun. Ancak bu güzel yolda yürek çoklu sevinir. İnsan insana sevgi dost kardeş olar. Bu sözü bir adı var, bu yolun bir adı var. Unutma beni kardeş, özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Birlik birlik ancak birlik bu sözü biz eşitirik. Birlik birlik ancak birlik ancak onu istirik. Birlik birlik ancak birlik bir yolda biz çalışırık. Birlik birlik ancak birlik bir yolda biz sevinirik. Birlik birlik ancak birlik bir can örek olmak isterim. 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 Lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay.